Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie nun bitten, die Plätze einzunehmen und darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zur 11. Sitzung des Ausschusses Digitale Agenda zur öffentlichen Anhörung zum Thema Quantencomputer. Ich begrüße ganz herzlich die Mitglieder des Ausschusses, Mitarbeiter auch des Ausschusssekretariats, all diejenigen, die unsere öffentliche Anhörung verfolgen. Und ganz herzlich natürlich die geladenen Sachverständigen, die uns das Thema heute näher bringen werden. Ich darf ganz herzlich begrüßen Herrn Dr. Stefan Ritter, Herrn Professor Dr. Frank Wilhelm Mauch, Herrn Professor Dr. Marian Markgraf, Professor Dr. Hendrik Blum, Professor Dr. Dr. H.C. Johannes Buchmann, Professor Dr. Stefanie Wehner und Herrn Professor Dr. Winfried Hensinger. Ein ganz herzliches Willkommen bei uns im Ausschuss. Vielen Dank, dass Sie heute da sind. Wir widmen uns in dieser ersten öffentlichen Anhörung des Ausschusses Digitale Agenda in dieser Wahlperiode den Quantencomputern. In der Forschung sind Quantencomputer nicht ganz neu, aber nach mehr als 20 Jahren Entwicklung steht den ersten Laborexperimenten erreichen Quantencomputer und ihre Anwendungen mittlerweile fast wöchentlich Schlagzeilen, zumindest in der Technikpresse, aber auch mittlerweile weit darüber hinaus. Dabei wird insbesondere ein Wettlauf zur Realisierung von Quantencomputern mit sehr namhaften Hauptakteuren beschrieben. Und dies spiegelt die reale, rasante Entwicklung dieses Gebietes auch wieder. Grund genug, dass sich der Ausschuss Digitale Agenda des Deutschen Bundestages mit diesem Thema befasst. Darüber, auf welchem Stand der Entwicklung wir uns aktuell befinden, aber bis hin eben zu den möglichen Anforderungen an die Politik, wollen wir uns heute umfassend informieren und von den Experten entsprechende Hinweise dann erhalten. Bevor wir mit den Statements beginnen, möchte ich auf verschiedene organisatorische Hinweise noch diese ausführen. Zunächst die Sachverständigen halten zu Beginn ein circa fünfminütiges Statement. Laut Vereinbarung der Obleute von heute Nachmittag erhält jeder Abgeordnete dann die Möglichkeit, zunächst in 2 Minuten eine Frage zu stellen. Die Fragen werden zunächst gesammelt und die Sachverständigen haben dann die Möglichkeit, darauf zu antworten und sollten sich auf etwa 5 Minuten beschränken, wenn dies möglich ist. Wenn es etwas länger dauert bei diesem komplexen Sachverhalt, haben wir da durchaus auch Verständnis. Aber so als Richtwert 5 Minuten in der Antwort. In der zweiten und in den folgenden Fragerunden wollen wir das genau gleich handhaben. 2 Minuten Fragezeit für die Abgeordneten und dann entsprechende Antwortzeit der Experten. Es wird ein Wortprotokoll angefertigt. Die Anhörung wird durch das Parlamentsfernsehen zeitversetzt um 1 Stunde übertragen. Der Stream ist später über die Mediathek des Deutschen Bundestages auch entsprechend abrufbar. Weitere Aufnahmen während der Sitzung gibt es auch. Ein Kamerateam begleitet derzeit 4 Abgeordnete des Deutschen Bundestages, darunter Frau Dr. Petra Sitte. Und im Ergebnis soll ein Dokumentarfilm entstehen, welcher 2020 im RBB-Fernsehen ausgestrahlt werden soll. Also ist schon sehr in die Zukunft gerichtet. Wer weiß, wo wir dann bei den Themen stehen, die wir heute diskutieren. Die Mikrofone bitte ich jeweils für den Wortbeitrag einzuschalten und diese nach dem Wortbeitrag wieder auszuschalten. Soweit die organisatorischen Hinweise. Und ich darf nun die Sachverständigen um ihr Eingangsstatement bitten und zunächst den Herrn Dr. Stefan Ritter von der Toptica Photonics AG München bitten um seine Stellungnahme. Ritter, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung. Quantencomputer sind faszinierend. Sie nutzen die Gesetze der Physik auf kleinsten Skalen für eine neue Art des Rechnens. Diese verlangt neue Algorithmen, aber insbesondere auch revolutionäre neue Hardware. Es müssen quantenmechanische Systeme wie einzelne Atome und einzelne Ionen, die lange Zeit nicht einmal beobachtet werden konnten, unter vollständige Kontrolle gebracht werden. Nur so können sie als Quantenbits eingesetzt werden. Quantenbits sind das Äquivalent
eines klassischen Bits für einen Quantencomputer. Weil die Zustände dieses Quantensystems so fragil sind, muss diese exotische Hardware nahezu perfekt von der Umgebung isoliert werden. Gleichzeitig möchte man aber ihre Zustände mit höchster Präzision manipulieren. So wird es plausibel, warum selbst die derzeit größten universellen Quantencomputer aus noch nicht mehr als 50 Qubits bestehen. Aber die physikalischen und technologischen Herausforderungen anzunehmen, ist lohnend, weil Quantencomputer mit einigen Berechnungen und Aufgaben prinzipiell viel besser klarkommen als herkömmliche klassische Computer. Sehr vereinfacht gesagt, kapitulieren sie nicht, wenn das zu berechnende System groß wird. Damit rücken die Berechnungen einiger Fragestellungen in den Bereich des Möglichen, deren Anwendungsbereich von herausragender Bedeutung ist. Eine effiziente Lösung von Optimierungsproblemen nützt in der ökonomischen Modellierung und in der Logistik und hilft bei der Steuerung des Verkehrsflusses und autonomen Fahren. Die Simulation von Quantensystemen wie Molekülen und deren Dynamik ist für die Entwicklung neuer Medikamente, neuer Materialien und die energieeffiziente Synthese, beispielsweise, können Sie ein bisschen näher ans Mikro bitte gehen? Beispielsweise von Stickstoffdinger, wichtig. Maschinelles Lernen würde beschleunigt, weil künstliche Intelligenz mit Quantencomputern schneller trainiert werden kann. Auch Muster- und Spracherkennung sowie die Datenbanksuche würden von Quantencomputern profitieren. Die Begeisterung über diese fantastischen potenziellen Anwendungen darf uns nicht vergessen lassen, dass noch viele technologische, aber auch einige strukturelle Herausforderungen gibt. Hierzu gehören die Aus- und Weiterbildung hochqualifizierter Arbeitskräfte. Zurzeit ist das Wissen über Quantencomputer hauptsächlich in relativ kleinen Arbeitsgruppen an Universitäten oder anderen Einrichtungen der Grundlagenforschung vorhanden. Dies sieht man nicht zuletzt auch an den heute hier vertretenen Sachverständigen, die bis auf mich alle an Universitäten arbeiten. Dort fehlt aber häufig die Möglichkeit für die Entwicklung von Produkten, die auch Anwender ohne Expertise im Bereich der Quantenhardware nutzen können. In Unternehmen, die größere Produktentwicklungen eher stemmen können, fehlt hingegen oft noch das Wissen über die Quantentechnologien. Und auch wenn sich das langsam zu ändern beginnt, ist es eine schwierige Herausforderung. Es gibt allerdings eine Vielzahl von Firmen, welche Teilkomponenten anbieten, die für die Entwicklung und den Betrieb eines Quantencomputers benötigt werden. Vakuumtechnik, Kryostaten, Hochfrequenztechnik, Messtechnik und Laser sind nur einige Beispiele. In Deutschland sind in diesem Bereich vor allem viele kleine und mittlere Unternehmen wie Toptica Photonics aktiv. Sie arbeiten seit Jahren eng mit Forschern zusammen, besitzen daher die notwendige Expertise und innovative Produkte. Weil der gesamte Markt noch klein und aufgrund der Vielzahl verschiedener technologischer Ansätze auch noch hochspezialisiert ist, müssen hier finanzielle Anreize, etwa durch die Übernahme von Entwicklungskosten, geschaffen werden. Glücklicherweise ist die Entwicklung von Quantencomputern ganz eng mit anderen Quantentechnologien verknüpft, von denen einige deutlich früher Marktreife erreichen werden. Beispiele sind Sensoren und Uhren mit höherer Genauigkeit. Und Quantennetzwerke sind nicht nur essentiell für die Vernetzung von Quantencomputern, sondern können auch die Kryptographie revolutionieren. Diese Synergien und die damit verbundenen wirtschaftlichen Chancen sollten nicht ungenutzt bleiben. Die Europäische Kommission und das BMBF haben dies erkannt und mit dem Flaggschiff-Programm zu Quantentechnologien bzw. der Deutschen Initiative für Quantentechnologien, QTEGA, sehr gute Förderprogramme aufgelegt. Auch durch die Schaffung von Märkten für Quantentechnologien, beispielsweise über die Nachfrage von Quantenkryptographiesystemen, kann der Staat eine wichtige Rolle spielen. Ein weiterer Baustein zum Erfolg ist die internationale Kooperation. Die schnellsten Fortschritte erzielt man bei einer solchen Mammutaufgabe wie dem Quantencomputer durch Zusammenarbeit und Partnerschaften, und zwar über Grenzen zwischen verschiedenen Fachdisziplinen, zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sowie über Ländergrenzen hinweg. Auch der kommerzielle Erfolg ist abhängig von Partnerschaften mit den besten internationalen Akteuren und einem offenen globalen Markt. Ich hoffe, dass diese öffentliche Anhörung auch zu einem breiteren Verständnis, einer breiteren Diskussion des Themas führt. Ein gutes und realistisches Verständnis der Chancen und Herausforderungen in der Öffentlichkeit sollte entstehen. Dabei darf nicht vergessen werden, dass der Quantencomputer ein langfristiges Ziel des riesigen Gebiets der Quantentechnologien ist. Diese werden kommen. Und wir sollten die Chance nicht verstreichen lassen, davon wirtschaftlich und gesellschaftlich zu profitieren. Vielen Dank, Herr Dr. Ritter. Nun darf ich Herrn Professor Dr. Frank-Wilhelm Mauch von der Universität des Saarlandes bitten. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich anschließen. Es ist mir eine große Ehre, ein großes Vergnügen, hier und zu diesem Zeitpunkt über unser Gebiet berichten zu dürfen. Der Zeitpunkt ist sehr interessant. Quantencomputing gibt es in der Wissenschaft als abstraktes Forschungsgebiet schon sehr lange mit einer kleinen Community. Ich selber arbeite auf dem Gebiet seit 18 Jahren und es waren noch einige, die deutlich länger dabei sind. Aber wir haben die meiste Zeit über hypothetische Computer
oder auch über einzelne Bauelemente geredet. Seit etwa 4 Jahren ist die Idee eines programmierbaren Computers tatsächlich greifbar. Sie können das in der Cloud kostenlos sich daran versuchen. Und seit etwa 1 Jahr gibt es auch ökonomisches Interesse von Firmen, die wissen wollen, was kann diese neue Technologie für mich tun. Und das geht im Augenblick alles sehr, sehr schnell. Selbst ich als theoretischer Physiker und Grundlagenforscher darf jetzt gemeinsam mit Firmen Doktorarbeiten betreuen, was normalerweise sonst das Privileg der Ingenieure ist. Als mein Postdoc sich Geld besorgen wollte, um einen Businessplan zu schreiben, hatte er bereits Kunden und diese Phase übersprungen und gleich sein Spin-off gegründet. Tatsächlich hat sich sogar in der letzten Stunde etwas geändert. In dieser Zeit haben wir erfahren, dass die Europäische Flaggschiff-Initiative sich dafür entschieden hat, wen sie in der ersten Runde fördern möchte. Und ich bin sehr froh darüber, dass sich das Konzept des von mir koordinierten Konsortiums durchgesetzt hat. Deshalb sehen Sie mich auch ein wenig derangiert. Eine solche Situation führt aber oft auch dazu, dass manchmal Nachrichten kommen, die übertrieben sind. Man könnte auch von einer Blase sprechen. Deshalb habe ich in meiner Stellungnahme mir Mühe gegeben, immer zu sagen, wo die Quantenbeschleunigung bewiesen ist und wo man noch spekuliert. Beschleunigung heißt hier nicht die nächstschnellere Clockfrequenz, sondern das bedeutet, es werden Aufgaben für den Computer zugänglich, die vorher unzugänglich waren. Ich glaube, wenn man sich auf das konzentriert, was man weiß, und dann auch auf das hofft, an dem man gerade arbeitet, ist das Gebiet vielversprechend genug, um hier etwas zu erreichen. Sie sehen uns auch in einem Stadium, das vielleicht der klassischen Computerei der 50er Jahre ähnelt. Damals liefen Computer in Großrechenzentren, sie waren empfindlich und die Anwendungen, die man kannte, Kryptologie und als Entwicklungswerkzeug, waren auch hauptsächlich Anwendungen, mit denen man im Alltag wenig zu tun hatte. Auf der Basis beurteilen wir das gerade vor allen Dingen als Technologie im Bereich des High-Performance-Computing. Durch die neuen Benutzer, auch Interessenten, auch aus der Industrie, die es gibt, kann sich das natürlich ändern. Und möglicherweise sieht meine Stellungnahme irgendwann so aus wie die Stellungnahme des früheren IBM-CEOs Thomas Watson, der angeblich gesagt hat, es gäbe einen Weltmarkt für 5 Computer. Deshalb haben wir hier eine Momentaufnahme, basierend auf dem, was wir gerade wissen. So wie wir schnell aus der Grundlagenforschung kommen, ist natürlich die internationale Kooperation für uns eine ganz wichtige Sache. Wir brauchen einen offenen Austausch von Ideen, von Konzepten, einschließlich auch des Austauschs des gelegentlichen Misserfolges, um wirklich als Community weiterzukommen. Das ist wichtig, aber auch im Hinblick auf Dinge, die wir in Deutschland tun können. Wir sehen im Augenblick Anbieter von außerhalb der EU, die große Plattformen machen und die im Augenblick noch sehr offen sind. Und ich würde hoffen, dass die offen bleiben, aber man kann sich nicht sicher sein. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine davon unabhängige Plattform zu haben, um offene Standards zu haben, um zu wissen, was dort wirklich passiert, um die Software nah an der noch unvollkommenen Hardware entwickeln zu können. Wenn wir anschauen, was es in Initiativen in anderen Ländern gibt, gibt es einige Singularitäten, insbesondere in den USA. Ein interessanter Referenzpunkt ist möglicherweise in der EU Schweden, wo gerade ein Programm für eine Plattform im Wert von 100 Millionen Euro waren das, aufgelegt wurde. Es gibt vorbildliche Programme in der Schweiz und auch in Großbritannien. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir dorthin kommen, dass wir vor allen Dingen die Technologie und das Engineering, was wir brauchen, um weiterzukommen, hier entwickeln zu können. Das ist in der Tat jenseits von Universitäten. Das alles Wichtigste sind aber tatsächlich gut ausgebildete Leute. Es ist wichtig, dass Menschen, die Quantencomputer einmal nutzen werden, jetzt ausgebildet worden in der Industrie sind, damit sie das dann in ihrer neuen Umgebung gut umsetzen können. In der Innovationsforschung redet man da oft von einer Spannweite von etwa 10 Jahren. Und da geht es vor allen Dingen jenseits unserer kleinen, engen Community um den zukünftigen Quanteningenieur, die zukünftige Quanteningenieurin, den zukünftigen Lehrer oder die zukünftige Informatikerin, die genau die richtige Quantenphysik kennen muss, damit wir hier interdisziplinär und bis hin zu realen Computern weiterkommen. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Nun darf ich um sein Statement bitten, Herrn Professor Dr. Marian Magra von der Freien Universität Berlin. Bitte. Ja.
Vielen Dank. Auch ich möchte mich noch mal bedanken für die Einladung und bin froh, dass ich hier dazu beitragen kann. Meine Arbeitsgruppe und ich kümmern uns in erster Linie um das Thema IT-Sicherheit. Und wir haben ja jetzt viel gehört, was Quantencomputer alles leisten können. Das betrifft natürlich auch die IT-Sicherheit, leider ein bisschen negativ. Denn wir wissen, wenn es Quantencomputer irgendwann gibt, dann können die de facto alle kryptografischen Verfahren, also gerade die asymmetrischen Verfahren, die wir heute einsetzen, brechen. Da wird uns auch nichts helfen, dass wir irgendwie Schlüssellängen, was so das Übliche ist, deutlich vergrößern. Das klappt da leider nicht. Also wir kennen eben seit den 90er Jahren, also Mitte der 90er Jahren, schon Quantenalgorithmen, die da ziemlich große Auswirkungen auf diese Kryptografie haben. Das Problem ist, dass praktisch alle unsere Internetkommunikation oder eben auch Kommunikation über VPNs auf diesen asymmetrischen Verfahren, die gebrochen werden können, basieren. Und damit muss man eben jetzt schon die Zukunft vorbereiten, entsprechende andere Algorithmen zu entwickeln. Da gibt es einige Ideen. Aber wovor ich noch mal warnen möchte, ist eben, sich dazu auch nicht zu viel Zeit zu lassen. Also die meisten Experten gehen davon aus, dass Quantencomputer so 2030 existieren in einer anständigen Größe. Dann kann man sagen, na gut, da hat man jetzt noch 12 Jahre Zeit. Aber seit Snowden wissen wir halt, dass viel Internetkommunikation ja aufgenommen wird von den amerikanischen Geheimdiensten und damit eben nachträglich entschlüsselt werden kann, sobald es Quantencomputer gibt. Ich plädiere dafür, eben in diese sogenannten quantencomputerresistenten Kryptoverfahren deutlich mehr Forschungsinitiative, also viel mehr Finanzmittel zu investieren. Wie gesagt, es gibt so gewisse Ideen, wie man das umsetzen kann. Einige von denen weiß man schon, dass sie sehr sicher sind. Also man könnte heute schon Signaturverfahren sozusagen einsetzen, die auf Hash-Funktionen basieren, von denen alle Experten davon ausgehen, dass sie sicher sind. Aber gerade andere kryptografische Protokolle, so für Schlüsseleinigung, Schlüsselaustausch, da sind noch ein paar Unsicherheiten. Also entweder Unsicherheiten oder wir kennen nur ineffiziente Algorithmen. Da muss eben noch deutlich mehr Forschungsarbeit geleistet werden. Ganz herzlichen Dank. Nun darf ich Herrn Professor Dr. Hendrik Blum von der RWTH Aachen bitten. Ja, guten Tag. Mein Name ist Hendrik Blum. Ich bin ebenfalls Experimentalphysiker und arbeite an halbleiterbasierten Implementierungen von Quantencomputern an der RWTH und auch am Forschungszentrum Jülich. Ich möchte mich zunächst auch mal beim gesamten Ausschuss für die Einladung bedanken und leider vorweg noch mal betonen, dass der Ursprung meiner Nominierung als Experte nicht unbedingt meine politischen Ansichten widerspiegelt. Und dementsprechend freue ich mich auch, dass mein Erscheinen hier vom gesamten der Gesamtheit der Obleute mehrheitlich befürwortet wurde und hoffe, dass wir jetzt hier unabhängig von Parteipolitik auch einen sachbezogenen Austausch pflegen können. Und in diesem Sinne zum Thema. Ich denke, die Bedeutung der derzeitigen Informationsverarbeitungstechnologie brauche ich nicht weiter zu betonen. Die ist hier täglich erfahrbar. Aber eben trotz der rasanten Entwicklung gibt es Bereiche, Probleme, die noch nicht lösbar sind, jedenfalls nicht praktisch, aber einer gewissen Größe. Und das ist eigentlich die große Versprechung von Quantencomputing, dass einige dieser Probleme, aber eben nicht alle, dann doch lösbar gemacht werden könnten. Und basieren tut das, wie eingangs schön beschrieben, auf der Verwendung grundlegend neuer Konzepte aus der Quantenmechanik. Man kann sagen, das ist die größte Revolution der Informationsverarbeitung, seit wir angefangen haben, überhaupt Steinchen zu zählen oder einen Abakus zu verwenden. Wichtige Beispiele davon, die auch zu den am besten erforschten zählen, wo man sich sehr gut vorstellen kann oder relativ gut verstanden hat, was es braucht, ist zum Beispiel die Simulation von chemischen Prozessen zur Realisierung effizienterer Verfahren. Düngemittelherstellung, CO2-Bindung werden genannt. Man könnte vielleicht Materialien mit besonderen Eigenschaften gezielter entwickeln. Und das zeigt, dass eine recht konkrete Perspektive besteht für Anwendungen mit erheblichem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Nutzen. Wie schon angesprochen, steht das Feld nach etwa 20 Jahren Grundlagenforschung, die ursprünglich rein Neugier getrieben war, an der Schwelle zur Technologieentwicklung. Es gibt erste Kommerzialisierungsschritte, insbesondere in den USA. Deren Reifegrad, muss man sagen, wird in Pressemitteilungen oft am Rande des Ehrlichen aufgebauscht und ist nicht ganz falsch, aber der Eindruck, der entsteht, ist, würde ich sagen, etwas übertrieben.
Und man sollte nicht vergessen, dass es in Details der Umsetzung noch erhebliche Unsicherheiten, Unabwägbarkeiten gibt. Und auch die Anwendbarkeit der Systeme, die sich in den nächsten Jahren zeigen werden, ist Gegenstand der Forschung und lässt sich momentan noch mehr schwer einschätzen. Aber dennoch glaube ich, dass langfristig das Potenzial deutlich gegeben ist. Man darf es eben bloß nicht überbewerten und nicht unbedingt alles glauben, was gehypt wird. In Deutschland und in Europa ist in der Forschung eine sehr hohe Kompetenz vorhanden, aber die Technologieentwicklung ist, ich glaube, nicht zuletzt aufgrund von bislang fehlender oder erst vor kurzem lebensgerufener gezielter Förderprogramme hinter den Aktivitäten in den USA zurückgeblieben. Aber wie schon gesagt, mit dem anlaufenden EU-Flagship und auch dem Programm der Bundesregierung sind die wesentlichen Weichen gestellt, dies zu ändern, und ich bin gespannt zu sehen, wie das anläuft. Wichtig ist nun, dass diese Projekte auch zielführend umgesetzt werden, und zwar mit einer langfristigen Perspektive. Und dabei ist vor allen Dingen besonders wichtig, auch nicht nur die Forschung voranzutreiben, sondern an Industrietransfer zu denken, an primär lokal agierende Unternehmen, also in Deutschland und auch Europa. Und eine Schwierigkeit da ist, dass die vornehmen Unternehmensstrategien, insbesondere Großindustrie, Halbleiterindustrie, eher etwas risikofern und auf kurzfristige Profite ausgerichtet sind, sodass das kein Selbstläufer sein wird. Und ich glaube, das erfordert gemeinsame Anstrengungen von Politik, Wissenschaft und auch der Industrie. In diesem Sinne wäre eine konkrete Anwendung für allgemein Technologien mit sehr langfristigen und risikobehafteten Entwicklungspotenzial vielleicht doch darüber nachzudenken, ob man nicht Industrieprojekte auch zu Vollkosten fördern könnte, um eben dort gezielt das Know-how aufzubauen. Derzeit ist das, soweit ich weiß, durch die zuwendungsrechtlichen Rahmenbedingungen nicht möglich. Und ich glaube, ich bin hier an der richtigen Adresse, das vielleicht zu ändern, wobei das auch mit EU-Recht zu tun hat. Und da ein ganz konkretes Beispiel. Vor etwa 10 Jahren haben wir die ersten Anfänge des jetzt sehr sichtbaren Programms von IBM, gerade angesprochen, noch belächelt auf etwas improvisierten Slides. Jetzt ist es eine der sichtbarsten und größten industriellen Aktivitäten. Und die hat in der Zwischenphase zumindest ganz massiv von Vollkosten geförderter Forschungsförderung durch die amerikanische Regierung profitiert. Das geht in der Form in Europa meines Wissens derzeit nicht. Stichwort Europa, auch eine effektive europäische Zusammenarbeit ist sehr wichtig, weil nur auf der Basis kann die Kompetenz gebündelt werden und eine kritische Masse erreicht werden. Und oft wird dann gefragt, was profitiert Deutschland, wenn viel Geld in die Forschung gepumpt wird. Ich glaube, es ist möglich, durchaus dadurch Kompetenz zu binden und nach Europa zu holen. Und das angesprochene Projekt, das Kollege Frank Wilhelm koordiniert, ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie genau das geschehen kann. Zum Schluss möchte ich noch sagen, obwohl mir persönlich die Hardwareentwicklung sehr am Herzen liegt, halte ich es für strategisch klug, diese auch, um keine Abhängigkeit von amerikanischen Firmen herbeizuführen, frühzeitig zu fördern. Dass es noch viel wichtiger ist, Software zu fördern, weil es wäre noch viel fataler, als Computer importieren zu müssen, diese gar nicht nutzen zu können. Und auch hier muss ein Förderprogramm entsprechend Akzente setzen. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Blum. Darf ich Herrn Professor Dr. Dr. Johannes Buchmann von der TU Darmstadt um sein Statement bitten. Ja, vielen Dank für die Einladung, sehr geehrte Abgeordnete. Ich möchte etwas sagen zu dem Zusammenhang zwischen Quantentechnologie und Computersicherheit. Ich bin Professor für Informatik und Mathematik an der TU Darmstadt und beschäftige mich seit 15 Jahren mit den kryptografischen Verfahren, die auch noch sicher sein sollen, wenn es mal die Quantencomputer gibt. Das Thema Quantentechnologie und Computersicherheit hat 2 Aspekte. Aspekt Nummer 1 ist Quantentechnologie, wie gesagt, eine große Bedrohung für die gegenwärtige Computersicherheit. Und Thema Nummer 2, Quantentechnologie eine große Chance für neue Schritte in der Computersicherheit. Jetzt sage ich was kurz zum Thema Nummer 1. Marian Markgraf hat es schon gesagt. Internetsicherheit hängt von der sogenannten Public-Key-Kryptographie ab. Also, wenn Sie Ihr Homebanking machen, wollen Sie, dass die PIN niemand sieht? Dafür braucht man das. Oder wenn Sie eine neue App auf Ihr Smartphone laden, dann wollen Sie keine Schadsoftware.
Dass das garantiert wird, dafür ist die Public-Key-Kryptographie wichtig. Die Quantencomputer können die Public-Key-Kryptographie, die wir heute kennen, komplett brechen. Also wenn es morgen Quantencomputer gibt, dann ist unsere gesamte Internetsicherheit, geht die baden. So, daraus folgt, dass man was machen muss. Wir haben jetzt gehört, das kommt irgendwie bald. Keiner weiß so richtig, was bald heißt, aber es kommt bald. Also muss man was machen und man muss schon heute was machen. Und das hat Marian Markgraf auch gesagt. Die Sachen, die heute vertraulich sein sollen für die nächsten 20 Jahre, sind es nicht mehr in dem Augenblick, wo es die Quantencomputer gibt. Also heute anfangen. Wir können das Problem lösen. Es gibt eine Menge Forschung. Wir haben da selber auch zu beigetragen. Dazu könnte ich in der Befragung gerne mehr sagen, was die Perspektiven sind. Ich will noch ein paar Minuten was zur Chance sagen. Digitalisierung ist ubiquitär. Also alles wird digitalisiert. Zum Beispiel Genomdaten, zum Beispiel Gesundheitsdaten. Wir brauchen sehr langfristigen Schutz. Solange wie die Menschen leben, ne? Also nehmen wir mal Gesundheitsdaten oder Genomdaten, solange wie Menschen leben oder darüber hinaus, ihre Kinder haben so ähnliche Gene wie sie selbst. Also sollen wir das schützen. Und das können wir technologisch heutzutage mit der Kryptographie, die wir haben, nicht. Aber die Quantenkryptographie kann einen Beitrag dazu leisten, in Kooperation mit der Informatik Systeme zu machen, die richtig langfristig sicher sind. Wir haben in Darmstadt einen von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Sonderforschungsbereich, der sich damit beschäftigt. Dieses Thema langfristige Sicherheit ist ein ganz essentielles Thema und da wird die Quantentechnologie eine große Rolle spielen aus meiner Sicht. Und da gibt es auch schon entsprechende Experimente und es gibt Dinge im Vorfeld. Also das wollte ich Ihnen einfach auch als Ausschuss ans Herz legen, wenn ich mir erlauben darf, das zu sagen. Und damit möchte ich meine Stellungnahme abschließen. Ganz herzlichen Dank. Und als nächstes darf ich Frau Professor Dr. Stefanie Wiener von der TU Delft bitten. Ja, sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordneten, sehr geehrte Damen und Herren. Kurz zu meiner Person. Ich bin Professor am Institut QTEC an der Technischen Universität in Delft in Holland. Ich bin auch Roadmap Leader, also Leiter des Department für Quantum Netzwerke im Quantum Internet und Quantum Computing Bereich, was sowohl Professoren als auch Ingenieure beinhaltet. Ich vertrete die wissenschaftliche Gemeinschaft in Holland in dem Quantum Community Network im Flagship. Und ich bin auch sehr froh zu sagen, dass ich Koordinator bin von dem Quantum Internet Alliance Projekt in Europa, wo auch Stefan und ich zusammenarbeiten werden an Quantum Netzwerken. Ich bin gefragt, Ihnen zur Verfügung zu stehen über Fragen über die Quantenkommunikation und Quantenkryptographie. Ich beantworte aber auch gerne Ihre Fragen über Quantum Computing im Allgemeinen oder auch zum Beispiel über das Institut QTEC in Holland. Was ist Quantenkommunikation? Unter Quantenkommunikation versteht man das Senden von Quantenbits, also Qubits, über Abstände, also das Analog von Datenübertragung heute. Das kann man machen über Glasfasern, auch die gleichen, die jetzt schon im Boden sich befinden. Was kann man damit machen? Quantennetzwerke haben eine ganze Reihe von Anwendungen. Die bekannteste davon ist wohl Quantenkryptographie oder Quantum Key Distribution, wo man einen Schlüssel austauscht für die sichere Datenkommunikation, wo die Sicherheit gewährleistet ist, selbst wenn der Angreifer einen Quantencomputer besitzt. Andere Anwendungen von Quantenkommunikation sind zum Beispiel Password Identification, Synchronisieren von Uhren oder auch der sichere Zugang zu Quantencomputern, die weit weg sind. Das kann ich später auch gerne erklären. Quantenkommunikation ist auch interessant auf kleinen Abständen, nämlich indem man Quantencomputer miteinander verbindet, um einen größeren Quantencomputer zu bauen. Das ist analog zu einem Computing Cluster im klassischen Domain. Was ist der heutige Status davon? Anders als beim Quantum Computing ist Quantenkommunikation teilweise schon kommerziell erwerbbar. Man kann nämlich eine Schachtel kaufen, die Quantum Key Distribution macht und sie verwenden auf Abstände von ungefähr 100 Kilometern. Also hier ist die Schwierigkeit, um Kommunikation über längere Abstände zu machen und auch mehr Anwendungen zu unterstützen als nur Quantum Key Distribution.
Im akademischen Bereich hat man schon einige Tests getan. Zum Beispiel hat China von einem Satelliten über den Abstand von 1203 Kilometer Verschränkung verteilt zwischen zwei Punkten in China. Allerdings nicht deterministisch, das heißt, das kann man noch nicht brauchen für die sichere Kommunikation. Um längere Abstände auf dem Boden zu machen, muss man etwas bauen, das heißt Quantum Repeater. Und den gibt es noch nicht. Also alle Quantum-Netzwerke, die man so heute so im Internet finden, wenn Sie mal Quantum-Netzwerke googeln, sind einfach, wo man diese 100 Kilometer Stückchen aneinander geklebt hat und deshalb keine End-to-End-Security hat. Was sind die Bestrebungen außerhalb von Deutschland? In China gibt es sehr große Bestrebungen in diesem Bereich von Quantentechnologie von etwa 10 Billionen Euro. Das meiste davon ist investiert in Hefei. Ich weiß nicht genau, was da im Quantenkommunikationsbereich liegt, allerdings sind die Efforts da sehr extensiv. China macht große Forschung auch im Weltraum mit Satelliten durch dieses Experiment und auch am Boden, also im Repeaters. Das ist natürlich eine persönliche Meinung. Ich würde einschätzen, dass China vielleicht im Weltraum vorne liegt und wir auf der Erde. Es gibt auch etliche Industrie, die eben diese Schachteln macht, also Quantum Key Distribution, die Anwendungen selber machen, zum Beispiel in China eben Huawei. Und auch in Japan zum Beispiel Toshiba, NEC, Mitsubishi und auch hier in Europa ID-Quantique. Es gibt so kleine Testnetzwerke, die diese 100 Kilometer langen Stückchen aneinander kleben, aber sonst gibt es jetzt noch nichts. In den Niederlanden ist selbst der Plan, dass wir in 2020 ein Netzwerk bauen, was mehr kann als nur Quantum Key Distribution, was selbst auch kleine Quantum Computer in verschiedenen Städten miteinander verbindet. Was erwartet man als Timeline? Das ist natürlich schwer einzuschätzen. Ich denke, dass es wahrscheinlich möglich ist, innerhalb von etwa 5 Jahren sternförmige Netzwerke zu machen, die Infrastruktur, Glasfiberstruktur besser nutzen, die Point-to-Point-Connections. Long-Term Repeaters ist natürlich eine Frage. Der EU Scientific Research Agenda geht davon aus, dass innerhalb von 6 Jahren Milestone-Experimente Proof of Principle im Labor passieren und innerhalb von 10 Jahren mehrere Stücke aneinander demonstriert werden außerhalb. Man kann natürlich viele sagen, was ist wichtig für die weitere Entwicklung. Ich kann mich meinen Kollegen nur anschließen, dass es sehr wichtig ist, eine starke Zusammenarbeit zwischen sowohl verschiedenen Fachbereichen der Wissenschaft als auch zwischen dem akademischen und dem Industriebereich zu machen. Und ich möchte vielleicht einen Punkt hervorheben, nämlich ich denke, dass es wichtig ist, es möglich zu machen, selbst kleinen Entwicklern, zum Beispiel einem Softwareentwickler, beizutragen, um zum Beispiel ein Softwareprodukt zu entwickeln für Quantum-Netzwerke. Das wäre sehr nützlich für die Entwicklung. Es ist aber so, dass Quantentechnologie sehr teuer ist und nicht jeder da Zugang hat. Also deshalb wäre vielleicht einer meiner Vorschläge zu sagen, vielleicht sollte man darüber nachdenken, wie man ein Testbed oder Quantentechnologie mehreren Leuten zugänglich machen kann, die diese zur Entwicklung nutzen können. Vielen Dank, Frau Professor Weber und abschließend Herr Professor Dr. Winfried Hensinger von der University of Sussex. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Direktor am Sussex Center for Quantum Technologies und Leiter der einen Quantum Technology Gruppe an der University of Sussex. Ich leite dort ein Team von 30 Wissenschaftlern und wir sind dabei, einen Quantencomputer dort zu bauen. Vielleicht sage ich erstmal ein paar Sachen zu meinem Hintergrund. Ich war also schon seit 20 Jahren nicht mehr in Deutschland, habe dann in Australien, Amerika und in den letzten 13 Jahren in England gearbeitet und bitte Sie auch deswegen, mein rostiges Deutsch zu entschuldigen, was da vielleicht doch ein bisschen rauskommt. Lassen Sie mich mal anfangen, was ist eigentlich die Quantenphysik? Und Einstein betrachtet die Quantenphysik als gespenstisch. Da gibt es die Möglichkeit, dass ein mechanisches Objekt an zwei Orten gleichzeitig ist. Es kann also sein, dass Sie gleichzeitig hier im Ausschuss sitzen und zu Hause einen Kaffee trinken. Und das gibt's wirklich in der Quantenphysik. Leider haben wir das noch nicht mit Menschen geschafft, aber mit Atomen funktioniert es. Und man kann also wirklich ein Atom an zwei Orten gleichzeitig haben. Und für viele Jahre, für 30, 40 Jahre haben die Quantenphysiker haben das eigentlich gar nicht glauben können. Der Einstein hat es nicht glauben können, dass solche Sachen überhaupt funktionieren, haben viele Experimente gemacht. Und vielleicht ungefähr so vor 20 Jahren
haben sich die Leute dann haben sie es einfach glauben müssen, weil alle diese Experimente haben sie immer wieder gezeigt, dass die Quantenphysik wirklich funktioniert und stimmt. Und da haben sich die Quantenphysiker überlegt, ist es vielleicht möglich, diese Effekte, diese Phänomene auszunutzen, um eine Maschine zu bauen, die eben manche Probleme lösen kann, wo auch der schnellste Supercomputer Millionen oder Billionen von Jahren brauchen würde, um die berechnen zu können. Und das klingt ja alles wunderbar, aber leider das Problem ist, dass es eben unglaublich schwierig ist, solche Quantenphänomene zu kontrollieren in dem richtigen Sinne, wie man es eben braucht, um einen Quantencomputer zu bauen. Und für viele, viele Jahre haben Physiker versucht, das zu schaffen. Und es zählt vielleicht als eins, ein Quantencomputer würde wahrscheinlich als eins der größten technologischen Errungenschaften zählen, weil es einfach so unglaublich kompliziert ist, diese Quantenphänomene zu bändigen. In den letzten paar Jahren hat es sich dann rauskristallisiert, dass zwei physikalische Systeme erscheinen oder gut genug erscheinen, mit kleinst genug Fehlerraten zu erscheinen, dass man dann wirklich solche Maschinen bauen kann. Eins dieser Systeme sind superleitende Qubits, also wie ein klassischer Computer hat Bits, ein Quantencomputer hat Quantum Bits oder Qubits. Das ist ein sehr tolles System und da wurden fantastische Fortschritte gemacht. Der Grund, weswegen ich mich daran entschieden habe, da nicht an dem System zu arbeiten und anstatt an Ionen, also es sind einzelne Atome, an diesem System zu arbeiten, weil die supraleitenden Qubits, muss man bis 273 Grad Celsius, also fast bis zum absoluten Nullpunkt kühlen und die Ionen funktionieren eben bei Zimmertemperatur oder mit ganz leichter Kühlung. Ist es natürlich dann einfach, einen Quantencomputer mit Ionen zu bauen? Nein, überhaupt nicht. Da gab es immer noch riesige Probleme, sowas zu schaffen. Und eins von diesen Problemen war, dass man, um logische Operationen in so einem Quantencomputer zu bauen, brauchte man für jedes Qubit zwei Laserstrahlen. Und leider, um so die richtigen, interessanten Probleme zu lösen, bräuchte man wohl so Millionen oder Milliarden von Laserstrahlen. Da können Sie sich vorstellen, eine Maschine zu bauen, wo man dann Millionen oder Milliarden Laserstrahlen einzeln auf einzelne Atome ausrichten müsste, wäre natürlich dann schon eine ganz schöne Herausforderung. Wir hatten da lange darüber Gedanken gemacht und dann vor zwei Jahren eine neue Methode entwickelt, wo wir diese Laserstrahlen nicht mehr brauchen, um solche Operationen auszuführen und anstelle Spannungen an einen Mikrochip anlegen können und solche logischen Operationen dann durchzuführen. Und daraufhin, ein Jahr später, haben wir zusammen mit Wissenschaftlern von Google und von Siegen und von vielen anderen Universitäten dann zusammen einen Bauplan verfasst und diesen Bauplan gezeigt, dass es jetzt wirklich möglich ist, dass wir jetzt wirklich einen großen, leistungsfähigen, und da heißt es dann wirklich Millionen oder Milliarden von Qubits Quantencomputer, da müsste es möglich sein, den jetzt zu bauen. Das heißt natürlich auf gar keinen Fall, dass es einfach ist. Man muss da wirklich ingenieurwissenschaftliche Meisterleistungen immer noch vollbringen, um sowas hinzubringen. Also es ist überhaupt nicht einfach. Und dann ist natürlich auch die Politik gefragt, weil sowas ist natürlich, braucht einen riesen Einsatz von Menschen und von Mitteln. Und ich glaube, die Möglichkeiten sind eben so wichtig, so fantastisch hier, dass es sich wirklich lohnt, so eine Maschine zu bauen. Danke. Und vielen Dank, Herr Professor Hensinger. Ja, nun besteht die Möglichkeit der Fragen. Und ich darf beginnen mit der CDU-CSU-Fraktion, mit Herrn Beermann, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielleicht zu Beginn noch eine kurze Anmerkung, dass wir uns ja in der Obleuterunde darauf verständigt haben, dass wir zwei Fragen an einen Experten stellen oder beziehungsweise eine Frage an zwei Experten stellen. Nur vielleicht noch mal kurz zur Ergänzung, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Jetzt dann vielleicht auch dazu, dass ich mit wenig Vorstellungen hier in diese Anhörung gegangen bin und ich eigentlich Sorge hatte, dass ich nach den Meinungen und Statements der Experten nicht unbedingt verstehe, was konkret
mit Quantencomputing gemeint ist, beziehungsweise was Sie konkret machen. Aber Sie haben das aus meiner Sicht wirklich eindrucksvoll rübergebracht, sodass wir, glaube ich, da auf jeden Fall schon auf einem neuen Level sind. Von daher an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank. Sie haben aber auch deutlich gemacht, welche Herausforderungen für die Zukunft vorhanden sind. Und da würde mich persönlich eben einfach mal interessieren, weil oftmals ist es ja so, dass man Politik auch vorwirft, dass wir im Bereich der Digitalisierung oftmals eine Legislaturperiode zu spät dran sind mit dem, was wir tun. Und Zustimmung. Und vielleicht gelingt es uns ja tatsächlich eben doch bei diesem Thema, da anders vorzugehen, weil ich auch raushöre, dass wir, ich will nicht sagen komplett in den Kinderschuhen stecken, aber ja noch irgendwo am Anfang dieser speziellen, neuen und auch dennoch sicherlich wichtigen Technologie. Und deswegen möchte ich meine Frage ganz gerne an Herrn Professor Dr. Blum und an Herrn Professor Dr. Wilhelm Mauch stellen. Sie haben ja schon darauf hingewiesen in Ihren Ausführungen, dass Förderprogramme wichtig sein könnten, dass sie auch politisch begleitet werden. Meine Frage wäre aber auch, dass ich persönlich auch als Politiker hier bei uns im Deutschen Bundestag eben auch in Deutschland den Anspruch habe, dass wir eben durchaus auch bei bestimmten Technologien federführend sicherlich auch mal auf der Welt sein könnten. Und was müssen wir denn oder was kann Politik konkret noch tun, um dieses Thema so zu begleiten, dass wir da möglicherweise in Deutschland, aber vielleicht auch aufgrund der Vernetzung in Europa, hier tatsächlich eben auch an der Weltspitze stehen, um das eben auch sozusagen als eine zukunftsfähige deutsche Technologie oder Vorreiter bei dieser Technologie zu sein bzw. zu werden? Das wäre meine Frage an Sie beide. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion Herr Zimmermann. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich fand das auch einen sehr spannenden Einstieg in die Debatte. Ich habe mich so ein bisschen auch an Fusionsreaktoren, aber das ist wahrscheinlich böse, das bei Ihnen zu sagen, weil ich habe auch den Eindruck, das geht alles schneller bei Ihnen. Ich würde gerne an Herrn Professor, auch Herrn Professor Wilhelm Mauch und an Herrn Professor Heusinger eigentlich eine relativ simple Frage noch mal stellen, weil ich habe verstanden, es gibt erste Formen von Quantencomputern. Großes amerikanisches Unternehmen ist auch erwähnt worden, die da ja auch schon was anbieten. Meine Frage wäre noch mal für Leute, die sich nicht jeden Tag damit beschäftigen, wo befinden wir uns genau? Also was ist das, was aktuell verfügbar ist? Wie ist das von den Fähigkeiten her anzusehen? Also was ist das, was kann das, was ist der Maßstab? Und wo wollen Sie hin? Weil ich habe auch erster Quantencomputer 2030 ist in Ihren Einstiegsstatements schon mal gefallen. Dann hatten Sie, glaube ich, auch von Plattformen gesprochen. Sozusagen, was ist das eigentlich genau? Aber im Prinzip ist eigentlich, glaube ich, die Frage ist relativ simpel. Wo stehen wir aktuell und wie ist das zu vergleichen im Vergleich zu dem, wo Sie hinwollen? Vielen Dank für die AfD-Fraktion. Schulz. Schulz ist mein Name, hallo. Ja, also vielen Dank, ich habe viel gelernt. Ich habe mir alle Ihre Unterlagen angeschaut, habe mir die Nummer für Nummer nebeneinander gelegt und habe dann auch noch ein bisschen recherchiert im Internet und war etwas betroffen. Herr Professor Buchmann, bei Ihnen war es ganz besonders deutlich, als Sie, was Sie auch eben in Ihrem Vortrag ausführten, dass wir ein echtes Sicherheitsproblem haben. Und ich denke mir, das muss noch näher beleuchtet werden im Laufe der Zeit, denn irgendwann überrennt uns irgendeine Nation oder irgendjemand mit einem Quantencomputer und unsere Sicherheitsmechanismen sind ausgehebelt. Professor Hensinger, bei Ihnen, Sie haben das Wort nicht genutzt, aber kam zum Vorschein der Brain Train in Deutschland. Sie sind ja selber ein Brain Trainer, Sie sind weggegangen, sind sehr lange nicht mehr in Deutschland gewesen. Das ist auch ein Riesenthema, was wir in diesem Ausschuss unbedingt stressen müssen. Aber meine spezielle Frage, weil dazu habe ich keine Antwort gefunden in Ihren Unterlagen, die sehr wertvoll waren, um es nochmal zu sagen, ist, und ich muss gestehen, ich weiß nicht, an wen ich sie genau richten soll. Vielleicht mal an den Herrn Dr. Ritter, weil Sie ja, glaube ich, für ein Unternehmen tätig sind. Wie sieht es aus mit der Technologieabsicherung im Falle Quantencomputer? Gibt es Patente? Gibt es Länder, die da besonders viele Patente einheimsen? Und ja, wie schaut es aus mit Patenten, Technologieabsicherung in Sachen Quantencomputer? Vielen Dank.
Vielen Dank. Und für die FDP, Herr Höferlin. Danke, Herr Vorsitzender. Also erstmal vielen Dank für die Ausführungen. Ich habe vorhin schon mal in einer Vorbesprechungsrunde gesagt, ich habe eher bei Quantencomputer unterdurchschnittlich viel Verständnis, weil es mir einfach, wie Sie so schon gesagt haben, ist unvorstellbar. Also, und ich kämpfe damit immer noch etwas, aber es ist hochinteressant und wir lernen ja gerne. Ich habe zwei Punkte. Der eine Punkt, Herr Professor Buchmann, vielleicht Sie hatten es selbst gesagt, die Frage der Kryptographie. Also Kryptographie von heute ist vorbei. Gute Nachricht, Kryptographie von morgen können wir dann machen. Haben wir derzeit in der WSI-Studie den Entwicklungsstand zu Quantencomputern beleuchtet bekommen. Und dort wurde nicht ein Punkt berücksichtigt. Und vielleicht können Sie uns dazu was sagen. Da gibt es ein Forschungsergebnis von einem Hersteller, D-Wave, die bereits Grundlagen oder Teile von einer Technik entwickelt haben, die, sobald sie noch ein bisschen mehr Qubits verarbeiten kann, möglicherweise, so habe ich es verstanden, RSA-Schlüssel sehr bald knacken können. Sie hatten, wir haben ja verschiedene Zeithorizonte gehört, 5 Jahre, 6 Jahre, vielleicht geht das auch schneller. Und für mich ist die spannende Frage, was machen wir, wie schnell, um sozusagen eine neue Art von Kryptographie zu denken und vorzubereiten, damit wir nicht, wie das oft so passiert, dann, wenn sozusagen etwas passiert, Jahre brauchen, um eine Gegenstrategie zu haben. Also der schlimmste Fall wäre, es gibt einen Quantencomputer, wir erfahren aus der Presse, das passiert uns im Parlament übrigens immer, aus der Presse, dass etwas passiert ist, zum Beispiel, dass Kryptographie gebrochen ist, und dann diskutieren wir, was wir jetzt machen müssten, um eine neue Kryptographie zu machen, dann brauchen wir Jahre, um eine zu haben. Also deswegen, wie kann man das schneller auf den Weg bringen? Und dann die zweite Frage, halten Sie die Ansätze, wie sie bisher gemacht wurde, zur Technikfolgenabschätzung denn für ausreichend? Also wie kann man, was kann man machen, was würden Sie uns empfehlen, auch als Gesetzgeber, vielleicht auch der Regierung, die wir dann gerne auch mit Haushaltsmitteln unterstützen können, damit man frühzeitig dort die Technikfolgenabschätzung so gestaltet, dass wir da zumindest mal zeitlich gleichziehen. Ich will ja gar nicht sagen, dass wir vor die Entwicklung kommen wollen als Politik, aber zumindest nicht so weit hinterherhinken. Und dass die Dual Use, also die dann militärische oder geheimdienstliche Nutzung, dann auch nicht in die Vorderhand kommt, sodass zuerst der Staat mit seinen Methoden vielleicht Kryptographie auf Quantenbasis nutzen kann und der Bürger dann erst Jahrzehnte später vielleicht in der Lage ist, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Mhm. Vielen Dank. Die erste Frage für Die Linke stellt Frau Domscheit-Berg. Ja, ich habe eine Frage an Professor Wehner. Und zwar möchte ich von ihr gerne wissen, wie wir vielleicht auch als Politik dazu beitragen können, dass die Fortschritte im Bereich Quantencomputing am Ende nicht nur Wirtschaft zugutekommen, sondern dass man sicherstellt, dass auch gemeinwohlorientierte Entwicklungen eine Chance haben. Was deshalb schwierig ist, weil es halt eine sehr teure Technologie ist, gerade jetzt am Anfang, viele Dinge entwickelt werden und patentgeschützt werden, dann kommt man auch nicht mehr ohne weiteres ran. Wie weit spielt da zum Beispiel Open Access als Strategie eine Rolle, die wir ja generell gut finden und vertreten, wenn irgendwo Fördergelder reinfließen? Also wie kann man Quantentechnologie-Möglichkeiten nicht nur denen mit viel Geld zur Verfügung stellen, sondern auch kleinen Start-ups, Einzelpersonen und so weiter, um da Chancengleichheit herzustellen. Meine zweite Frage geht auch an Professorin Wehner, und zwar ist die Frage, was ist vorstellbar an Veränderungen für Forschung und Wissenschaft, wenn Simulationen mit Quantencomputern möglich wären? Wir haben da schon einzelne Beispiele gehört, aber da würde mich noch ein bisschen mehr interessieren, in welchen Bereichen wäre das denkbar, wo könnte es da möglicherweise Beschleunigungen, Durchbrüche oder Wege geben, die bis jetzt nicht vorstellbar oder denkbar sind und dann beschreibbar werden. Danke. Vielen Dank. Und für Bündnis 90 Die Grünen, Herr Janicek. Ja, vielen Dank erstmal. Mein Lob an Sie alle, dass Sie mit so einer Leidenschaft das Thema Quantencomputing uns hier allen nahegebracht haben und auch die Begeisterung, glaube ich, zumindest bei mir, aber auch bei den anderen, für das Thema wecken. Und wir sind am Anfang. Herr Höferlin hat es gesagt, vielleicht ist es ja mal die Chance, dass wir auch eine Technologie im Frühstadium in Deutschland zielgerichtet mitbegleiten und fördern. Andere sind schon dran, Sie haben es auch genannt, aber wir hätten ja noch die Möglichkeit, da auch in die Führung zu gehen. Und das wäre natürlich eine Herausforderung, die ich zumindest gerne annehmen würde. Meine Fragen gehen jetzt in dieser ersten Runde beide an Professor Hensinger. Und die eine Frage ist natürlich für uns in der Politik immer eine sehr relevante, die Anwendungsgebiete. Frau Domscheit-Berg hat es auch schon angesprochen.
die Vorstellung, dass man die Proteinentfaltung besser verstehen könnte, um Demenz zu heilen, dass Quantencomputer ein besseres Verständnis von chemischen Reaktionen liefern könnten. Das sind Versprechungen oder Szenarien, die uns geschildert werden. Aber vielleicht können Sie da ein bisschen drauf eingehen und uns ein bisschen verdeutlichen, wo Herausforderungen sind und vielleicht auch Risiken, die uns begegnen können. Wir haben ja auch demnächst die Enquete Künstliche Intelligenz, wo das Thema Quantencomputing sicher auch von der Seite reinspielen wird, in dem Zusammenspiel, was wir mit Daten alles machen könnten in der Zukunft. Und die zweite Frage, die haben ja alle hier jetzt auch angesprochen im Raum, ist eben die Frage der Kryptographie. Ich verstehe es jetzt mal so, mit den Möglichkeiten, die das Quantencomputing ab einem bestimmten Zeitraum dann bietet, gibt es zwar neue Möglichkeiten der Verschlüsselung, die dann vielleicht auch neue Chancen sind, aber auch das ist natürlich erst zu definieren und zu implementieren, aber gleichzeitig rückwirkend ist die gesamte Kryptographie ja im Prinzip seit 1990 rückwirkend, seit es das gibt, ja, hinfällig und dadurch die Daten, die wir heute speichern und von uns geben, in der Rückschau auch aufbrechbar und natürlich alle, die bis dahin da sind. Das ist natürlich ein gewaltiges Szenario, wenn man das durchdenkt. Keins, das mir gefällt. Ja, und wie gehen wir damit um? Ja. So, vielen Dank. Dann kommen wir zu den Antworten der ersten Runde. Die Frage. Oh, Entschuldigung. Ja, zu den Antworten. Die erste Frage von Herrn Beermann ging an Herrn Professor Blum und Herrn Professor Wilhelm Mauch. Ich weiß nicht, wer beginnen will. Herr Blum, wollen Sie beginnen? Und bitte irgendwie die 5 Minuten im Blick zu haben. Gut, ja. Frage ist, passt doch zu ein paar Punkten, die ich eigentlich noch sagen wollte. Was kann die Politik tun, um dahin zu wirken, dass Deutschland in Zukunft vielleicht ein Technologievorreiter ist? Zunächst mal muss man ehrlicherweise sagen, das wird aus dem jetzigen Staat heraus eine kleine Uphill-Battle, weil amerikanische Unternehmen sind früher eingestiegen und massiver ist, dass irgendeine deutsche oder europäische Forschungsgruppe derzeit tut, teilweise sogar auch mit niederländischen Gruppen zusammen. Aber ich glaube, wenn man da richtig rangeht und vor allen Dingen europäisch gemeinsam rangeht, dann hat man noch eine Chance. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel sehr offen vorzugehen, Richtung Open Access eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Gruppen zu schaffen. Das geht leichter im akademischen Umfeld als im industriellen. Und ich habe so ein paar Sachen überlegt, was sollte ein Forschungsprogramm liefern, was sind die Eigenschaften, die teilweise nicht ganz trivial umzusetzen sind, aber ich glaube, es gibt auch gute Konzepte. Einmal muss man ganz klar technologieorientiert strategische Schwerpunkte setzen. Wenn man das den Grundlagenforschern, die ja gerne neue Ideen entwickeln, überlässt, dann kommt da schnell ein Zoo raus. Man braucht eine Kraft, die zusammenhält, die aber auch eine Fachkompetenz hat und die Leute dort abholt, wo sie sind. Zum Beispiel einen emeritierten Experten verwenden, um oder einzustellen, um so ein Programm zu koordinieren. Das resoniert, glaube ich, auch mit dem Gedanken aus dem BMBF. Darüber hinaus muss man aber auch die Grundlagenforschung sinnvoll einbinden, um neue Ideen abgreifen zu können, gezielt Lösungen auf die mehr grundlagenorientierten Lösungen oder Fragestellungen zu entwickeln und auch die Community zu bilden und neue Leute reinzubringen und einfach die Menge der Experten zu vergrößern. Eine kritische Masse ist ganz wichtig, da wird ja dann der europäische Zusammenhalt. Es braucht einen langfristigen Planungshorizont. Das kann kein 3-Jahres-Projekt sein, sondern man muss auch zumindest mal auf 10 Jahre wissen, wenn das gut läuft, sich Technologie positiv entwickelt, lohnt es sich, darauf hin zu investieren. Dann ist, glaube ich, ganz wichtig, zentrale Infrastrukturen. Das hat ein bisschen Sympathie bei mir, das Thema, eben aus dem Forschungszentrum kommen, was eine Spezialität ist, das zu betreiben, effektiv mit der dezentralen universitären Forschung verknüpfen. Wahrscheinlich kann man Frank Wilhelm Mauch da gleich noch ein bisschen mehr zu sagen, weil das eben wirklich ein Paradebeispiel ist, wie das gehen könnte. Und dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, Instrumente zur Verfügung zu stellen, um einerseits lokal agierende Industrieunternehmen an das Thema heranzuführen, zu ermutigen, da einzusteigen. Und das ist gerade in den großtechnologielastigen Bereichen wie Halbleitertechnologie sehr schwierig, weil das halt nicht so ganz so gut zu den Unternehmensstrategien passt wie der von Intel, die von vornherein im High-Performance-Bereich unterwegs ist. Aber es gab auch mal Prozessorfertigung in Dresden. Ich war auch gerade bei Infineon zufällig und ich würde sagen, das sollte man gemeinsam versuchen, da mit geeigneten Instrumenten die Unternehmen ranzuführen und zu ermutigen, da auch mal größere Sachen, die 10 Jahre in der Zukunft liegen, anzugehen.
Vielleicht auch zum Thema Startups. Ich glaube, es gibt zwar eine deutsche Startup-Szene, es gibt gute Förderungsinstrumente, die sehen aber alle so aus, als wollten sie eine konkrete Geschäftsidee haben, die sich relativ kurzfristig umsetzen lässt und Mechanismen, die mehr sehr mit höherem Risiko Projekte und größere Unsicherheit fördern könnten, wären vielleicht auch interessant. Vielleicht noch ein paar Details zur europäischen Zusammenarbeit. Ich glaube, wenn man sich da zusammenschließt und gerade zum Beispiel Infrastrukturen oder Zentren in Deutschland aufbaut, dann kann es gelingen, die ganze Kompetenz, die in Europa vorhanden ist, so zu vernetzen und auch gegebenenfalls deutschen Unternehmen zugänglich zu machen und natürlich auch dem gesamten Ökosystem in Europa, dass daraus durchaus eine Möglichkeit entsteht, national führend zu sein. Und wenn man sich jetzt die Programme anschaut, das, was man rumorweise aus dem BMBF oder von dem Programm hört, hat das durchaus ein Volumen im europäischen Rahmen, das konkurrenzfähig sein können. Insofern haben wir da, glaube ich, gute Chancen, wenn man das richtig angeht. Aber es sind noch spannende Fragen offen, wie man es umsetzt. Vielen Dank. Herr Professor Wilhelm auch, bitte. Ja, also ich denke, eine Sache, die wir schon im etwas kleineren, im europäischen Umfeld gesehen haben, ist, wie viel ein klares Bekenntnis zum Quantencomputing und zur Quantentechnologie bringt. Als das Flaggschiff angekündigt wurde, war allen klar, auch Universitätsleitungen, die immer auch viele Stimmen hören müssen, Quantentechnologie ist nicht nur so eine Mode, über die die Physiker gerade reden. Das ist ernst zu nehmen, das ist wichtig, da kann man einsteigen. Das Interesse der Industrie wurde durch die Ankündigung getriggert. Das Quantenflaggschiff hat uns geholfen, bevor der erste Euro geflossen ist. Ich glaube, ein solches Bekenntnis müsste in Deutschland aber auch noch was anderes beinhalten. Wer sich heute auf dem Weg auf eine wissenschaftliche Karriere nach der Promotion macht und in Quantencomputing wirklich mithalten muss, darf sich nicht diversifizieren, sondern sollte sich darauf konzentrieren können. Das zeichnet auch die starken akademischen Gruppen in anderen Ländern aus. Und das ist was, was das deutsche Hochschulsystem einem nicht immer nahelegt. Wenn ich die Zahl der Physikfachbereiche in Deutschland zähle und mir überlege, wie viele, wenn ich jetzt 15 Jahre jünger wäre, wie viele jetzt Professuren in Quantencomputing ausgeschrieben haben, dann würde ich sagen, na, jetzt diversifiziere ich mal mein Programm, damit ich hier berufbar bin. Das geht auf dem Niveau von Grundlagenforschung mit wenigen Qubits, aber auf dem höheren Niveau ist das sehr, sehr schwierig. Hat mich biografisch selber zu einem Karriereumweg durch Kanada geführt. War eine schöne Erfahrung. Aber ich glaube, ein solches Bekenntnis mit einer Perspektive in dem Bereich der nicht-universitären, aber öffentlichen Großforschung, Quantencomputing zu einer Priorität zu haben, wäre eine gute Sache. Wir sehen, dass in den USA Firmen mit sehr tiefen Taschen, die auch teilweise eben im Bereich Supercomputing kommerziell tätig sind, sowas von alleine stemmen. Die haben wir hier nicht, aber wir haben durchaus Forschungseinrichtungen bei Helmholtz, bei Leibniz und etwas grundlegender natürlich bei Max Planck, die in der Lage sind, den langen Atem, die Perspektive auch mit dauerhaften Anstellungen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durchaus hinzubekommen. Und die auch ein Katalysator sein können, sehr früh Anwender anzubinden und dort den richtigen Kompass zu schaffen und solche Perspektiven zu schaffen. Das wäre meines Erachtens das Wichtige. Denn, wie Winfried Hensinger schon gesagt hat, in den Grundlagen sind wir in Deutschland enorm stark. Wenn wir auf erste Arbeiten schauen, wenn wir auf Pionierarbeiten schauen, wenn wir auf Teilnahme an internationalen, auch globalen Forschungsprogrammen schauen, dann haben wir da eine sehr, sehr starke Stellung. Aber diese ganzen Ingenieuraufgaben, die für eine Karriere in der Physik zu spezialisiert sind, aber noch nicht dem Profil der Ingenieurausbildung zu machen, die erfordern einen langen Atem. Und da kann meines Erachtens die nicht-universitäre Großforschung, ich sage das im vollen Bewusstsein, dass ich an einer Universität bin, also dass das meine Konkurrenz ist, einen sehr wichtigen Beitrag auch als Katalysator leisten. Und das mit dem Verständnis und der Geduld ausgestattet, dass die Investition in vielen Euros möglicherweise eine gewisse Zeit braucht, wäre ein wichtiger Wunsch. Vielen Dank. Die Frage
von Herrn Dr. Zimmermann ging auch an Herrn Professor Wilhelm Mauch und Herrn Professor Hensinger. Ja, Mauch, wollen Sie also da gab es die eine Frage, ja, ich bin sogar noch eingeschaltet aus Versehen, die eine Frage, wie weit wir sind und was das mit diesen, wie die Angelegenheit mit diesen Plattformen ist. Also zunächst zu den Plattformen. Auch hier ist die Situation mit der Geschichte des klassischen Computers und sozusagen im Deutschen Museum vergleichbar. Der hat ja auch einen Weg gemacht von elektromagnetischen Relais über Röhren zu Transistoren. Und in dieser Suchphase sind wir jetzt auch ein bisschen. Mehrere Leute von uns glauben, den integrierten Schaltkreis zu haben. Aber ich denke, keiner würde sagen, dass der Ansatz des anderen jetzt völlig von der Hand zu weisen wäre. Und das ist das, was wir mit Plattformen meinen. Da gibt es welche, die ähneln Atomuhren. Das ist, glaube ich, eine oberflächliche, aber nicht ganz falsche Analogie. Es gibt welche, die ähneln relativ stark den Halbleiter-Computerchips. Die von mir favorisierte supraleitende Plattform hat eine etwas entferntere Ähnlichkeit. Und auch, um auf Kollegen Hensinger zu antworten, wir wollen das mit den tiefen Temperaturen handhabbar, zuverlässig und problemlos machen. Und es sieht auch so aus, dass Tieftemperaturtechnik von Rechenzentren und von Supercomputing-Zentren zuverlässig betrieben werden kann von Technikern. Das ist also keine Geheimwissenschaft mehr. Wo sind wir? Da gibt es diesen Begriff der Quantum Supremacy oder des Quantum Advantage. Das beschreibt einen sehr akademischen Meilenstein, der sagt, der Quantencomputer ist jetzt so groß, dass kein klassischer Supercomputer der Welt den noch simulieren kann. Also in der idiosynkratischen Anwendung der Simulation seiner selbst schlägt er alle Supercomputer. Das ist ein ganz wichtiger Zwischenmeilenstein und wir glauben, dass der bei etwa 50 Qubits, wie viel genau kommt darauf an, wen man fragt, erreicht ist, wenn die nur sehr geringe Fehlerraten haben. Deshalb kündigen so viele Unternehmen auch 50 Qubits an. Der nächste Schritt wird sein, mit ein wenig größeren Systemen unter den verschiedenen Anwendungen, die wir im Augenblick planen, etwas zu machen, was tatsächlich nützlich ist. Und der ganz große Favorit von dem, kommt auch wieder darauf an, wen man fragt, wir glauben, dass die Größenordnung von 100 Qubits interessante Dinge macht, ist die Simulation von Molekülen und Materialien. Das ist deshalb interessant, weil da die Übersetzung der Algorithmen relativ einfach ist. Es ist deshalb interessant, weil wir auf eine informierte Industrie treffen, nämlich auf die theoretischen Abteilungen von Chemieunternehmen, die bei Supercomputing auch Experimenten offen gegenüberstehen, die auch Investitionskosten in der Entwicklung haben, die Quantencomputing interessant erscheinen lassen. Und da gibt es im Augenblick auch ein gewisses Rennen, dass man sieht, was ist das größte Molekül, was ich mit 100 Qubits simulieren kann und ist das schon was, was klassisch nicht mehr geht? Da lesen wir gerade Papers darüber. Das ist was, was man sicherlich auch im Ergebnis dann sehen kann. Also nicht das, sieht man sozusagen das Molekül, was entwickelt wurde. Für Unternehmen interessant, weil man natürlich, wenn man da vorne dabei ist, auch einen Wettbewerbsvorteil haben kann. Danach, und deshalb hören Sie auch von uns manchmal sehr unterschiedliche Zahlen, kommt eine sehr schwierige Angelegenheit, nämlich die Fehlerkorrektur. Quantencomputer sind sehr viel fehleranfällig als klassische Computer. Klassische Computer sind in dem Sinn eine gewisse Anomalie. Und man kann diese Fehler aktiv korrigieren, das braucht aber Overhead und das braucht Zeit. Und erst in den augenblicklichen Schätzungen, die auch in der BSI-Studie sehen, wird auch wenn das, und dann sind wir tatsächlich bei Millionen von physikalischen Qubits, die dann fehlerkorrigiert werden müssen, dann wird es auch kryptografisch spannend. Eine wichtige Front, ein wichtiges Gebiet, eine wichtige Frage in der Forschung ist jetzt in den Bereich des nicht fehlerkorrigierten Quantencomputers, der halt wenig Fehler macht, aber nicht beliebig wenig, ist es, den Anwendungsbereich immer weiter zu vergrößern. Vielen Dank. Okay, wo sind wir jetzt gerade? Im Moment bauen wir Prototypen-Quantencomputer. Also zum Beispiel hier bei mir an der University of Sussex bauen wir jetzt eine Maschine mit nur ein paar Qubits, wo wir aber zeigen, dass die Technik so funktioniert. Die Maschinen sind jetzt aber nicht dazu da, irgendwelche interessanten Probleme zu lösen, sondern eigentlich nur, um die Technologie
zu zeigen, dass sie funktioniert, natürlich auch Sachen auszubügeln, die dann vielleicht nicht funktionieren, oder Sachen zu sehen, die man weiterentwickeln muss. Und das ist ungefähr auch ein gutes Bild der Lage weltweit. Also es gibt ungefähr vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht 5 oder 10 Quantencomputer auf der Welt in unterschiedlichen Formen. Wie ich schon gesagt habe, die supraleitenden Qubits und die Trapped, und die Ionen-Qubits sind da bei weitem vorne. Und dann gibt es natürlich dieses Konzept der Quantum Supremacy, und da geht es wirklich darum, um zum ersten Mal zu zeigen, dass ein Computer, ein Quantencomputer was machen kann, was ein klassischer nicht machen kann. Für mich war das nie so interessant, diese Quantum Supremacy, weil das sind unglaublich wissenschaftliche Probleme, die man dann löst, die dann aber nicht unbedingt eine richtige Anwendung haben, wo man eben nur einfach wissenschaftlich zeigt, ein Quantencomputer ist eigentlich besser als ein Quantencomputer ist eigentlich besser als ein klassischer Computer. Für mich war das immer viel interessanter, in die Zukunft zu schauen, dann wirklich die Technologie so weiterzuentwickeln, dass wir zu den riesigen Qubit-Zahlen kommen können, und da sage ich wirklich Millionen oder Milliarden von Qubits, und da wird es eben so wichtig, dass man eine Technologie hat, die das leisten kann, und da ist es, finde ich, für mich war das immer eine Entscheidung, dann eben jetzt nicht so eine unglaubliche Herausforderung an eine Kühltechnik stellen zu müssen, und auch bei den Ionen ist es auch möglich, diese modular zu bauen. Aber was müssen wir machen, wo wollen wir jetzt hin, was müssen wir machen, um jetzt dahin zu kommen? Das Wichtigste ist, dass wir wirklich die Technik entwickeln, um eben solche großen Maschinen zu bauen. Und das kann dann nicht mehr in der Universität stattfinden, weil Doktoranden oder die können dann mit vielen Kabeln an so einem Experiment rumhantieren und so ein Ding zu bauen, aber damit kann man dann keine Maschine bauen, die vielleicht Millionen Qubits hat. Und da muss man das industriell produzieren. Also zum Beispiel hier an meiner Universität, da sind wir jetzt gerade dabei, eine Firma aufzubauen. Und das heißt nicht, dass ich jetzt nicht mehr Professor bin, sondern meine Arbeitsgruppe läuft weiter, aber wir brauchen auch eine Firma, um dann eben diese Module zu produzieren. Das sind Halbleitermodule, die müssen dann ähnlich wie bei Intel produziert werden, um eben diese vielen Ionen zu halten. Und es ist natürlich wahnsinnig wichtig, solche industrielle Fertigung aufzubauen, damit wir dann wirklich diese großen Maschinen bauen können. Und wie gesagt, jetzt im Moment ist es überall auf der Welt ungefähr, haben wir ungefähr so 50 oder 70 Qubits, und die Leute arbeiten da auch dran und sind da auch wirklich dabei, tolle Sachen zu machen. Aber der nächste Schritt ist jetzt wirklich so, diese Maschinen zu bauen, dass wir da zu viel größeren Zahlen von Qubits kommen können. Und dann können wir anfangen, die richtigen interessanten Probleme zu lösen. Und dann können wir zum Beispiel anfangen, richtig Moleküle zu simulieren. Und die andere Herausforderung, die wir dann eben brauchen, ist, wie Herr Mauch schon richtig gesagt hat, ist diese Fehler, die müssen korrigiert werden. Und eine Möglichkeit, mit den Fehlern zu arbeiten, ist, die einfach immer kleiner und kleiner zu machen. Und viele Arbeitsgruppen arbeiten in diese Richtung. Aber was wir gesagt haben, wir wollen jetzt eine Maschine bauen, die auch unter Umständen interessante Probleme lösen können. Und deswegen gehen wir in die andere Richtung und sagen, wir haben mehr und mehr Qubits, und dann können wir nämlich auch mit dem jetzigen Fortschritt der Technik auch schon wirklich überlegen, solche Maschinen zu bauen. Die werden dann auch dementsprechend groß. Und da ist natürlich dann wirklich, sind dann wirklich ingenieurwissenschaftliche Meisterleistungen gefragt, um das zu erreichen. Die Zeitskala, würde ich sagen, da geht es ungefähr, so diesen Prototypen bauen wir jetzt in ungefähr 1,5 Jahren, denken wir, dass wir fertig sind. Das läuft auch gut so. Wir sind vielleicht sogar ein bisschen schneller. Und dann fangen wir an, eine große Maschine zu bauen, also eine richtig große Maschine, die dann eben da auch dazu dienen kann, einige der interessanten Probleme zu lösen, wo ich dann vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen mehr darüber sagen kann. Mhm. Vielen Dank. Dann ging die Frage vom Herrn Schulz an den Herrn Dr. Hütter. Ich bin gefragt worden zum Thema Technologiesicherung. Und das ist natürlich ein interessantes Thema. Wie steht es mit Patenten? In Deutschland sind wir spitze bezüglich Publikationen, sind wir spitze bezüglich Forschern, Anzahl von Forschern in der Grundlagenforschung, Expertise zu diesem Thema. Bezüglich Patenten sind wir nicht so gut aufgestellt.
Und ich war selbst 15 Jahre in der Grundlagenforschung und kann daher so ein bisschen daraus berichten, woher das kommt, dass wir da nicht so stark sind, aus meiner persönlichen Perspektive. Das hat damit zu tun, dass die Quantencomputer, Quantentechnologien ganz allgemein, in der Grundlagenforschung angesiedelt sind. Und der Grundlagenforscher, wenn der was Neues realisiert oder verstanden oder entdeckt hat, dann hat er schon die nächste Idee, was er als nächstes machen möchte, die noch besser ist und noch tollere Lösung. Und hat eigentlich kein großes Interesse daran, jetzt den aufwendigen Weg der Patentierung oder Technologiesicherung zu gehen. Das ist, wenn er an einem Grundlagenforschungsinstitut angestellt ist, ja im Zweifel auch gar nicht seine vornehmliche Aufgabe. Und das zeigt, warum gerade Patente in diesem Bereich zurzeit noch relativ wenige gemacht werden. Anderer Grund ist, dass man Technologie natürlich erstmal besitzen muss, um sie sichern zu können. Das heißt, bevor wir darüber reden, was es alles an Technologie bezüglich des Quantencomputers zu sichern gibt, müssen wir das erstmal erforschen. Und da sind wir natürlich in der Grundlagenforschung zurzeit genau auf dem Weg dahin. Ein anderer Aspekt ist, dass derjenige, der technologisch vorne dran ist, auch führt und natürlich auch sich Märkte als Erster erschließen kann. Das heißt, die Patentsicherung oder die Sicherung von Wissen ist sicherlich ein Aspekt. Das andere ist aber einfach, dass der in der Entwicklung früh dabei war, der da eine führende Stellung einnimmt, der kann im Zweifel auch die Entwicklungsschritte machen, die dann am Markt später relevant sind. Herr Blum hatte schon darauf hingewiesen, dass die Situation bezüglich Start-ups in Deutschland nicht so stark ist. Das hat sicherlich auch mit der geringeren Verfügbarkeit von Venture Capital oder anderen Erwartungen von Venture Capital in Deutschland an Start-ups zu tun. Da ist man in Amerika sicherlich einen Schritt weiter. Bezüglich der Technologiesicherung möchte ich nochmal auf die Schlüsseltechnologien eingehen, die wir nicht vergessen dürfen. Es gibt ganz viele Firmen, die entwickeln Technologie, die zwar keine Quantentechnologie selber ist, aber die essentiell nötig ist, damit man einen Quantencomputer bauen kann. Und da sind wir in Deutschland wirklich sehr stark. Da läuft es typischerweise so ab, dass ein Forscher kommt und sagt, hier, ich brauche von euch ein neues Gerät, um meinen Quantencomputer weiterzuentwickeln. Und dann sagt der Vertriebler im Bereich der Industrie, ja, da haben wir ein ganz tolles neues Produkt mit unerhörten Spezifikationen. Und dann sagt der Wissenschaftler, ja, das weiß ich, aber ich brauche es noch eine Nummer besser. Das ist die typische Situation. Und das ist gut, das bringt beide Seiten voran, sowohl die Seite der Quantencomputerentwickler als auch die Seite derer, die Schlüsseltechnologien entwickeln. Und das passiert natürlich ganz viel in der Industrie und da weiß man, wie man eine Technologiesicherung durchzuführen hat. Ein Aspekt, den ich noch gern ergänzen möchte, ist, ich habe es eingangs auch schon gesagt, das Thema Quantentechnologien als Ganzes. Man darf nicht vergessen, dass man die Möglichkeiten, die man bei der Entwicklung von Quantencomputern jetzt hat, auch auf andere Anwendungsfelder ausdehnen kann. Und da gibt es ganz viele gegenseitige Synergien. Da gibt es Entdeckungen, die gemacht werden im Bereich des Quantencomputing, die zum Beispiel zur Verbesserung von Uhren genutzt werden können. Wir haben schon von der Nähe von optischen Uhren und gewissen Ansätzen zu Quantencomputing gehört. Es gibt zum Beispiel die Idee, dass man ein einzelnes Ion, was als beste Uhr dient, mithilfe eines Quantenlogikgatters, also eines Elements aus dem Quantencomputing, ausliest, um es möglichst wenig zu stören, damit diese Uhr möglichst gut durchläuft. Ja, und das ist jetzt nur ein einziges Beispiel von vielen, die man benennen könnte, wo das Thema bessere Sensoren, bessere Uhren, Netzwerke mit dem Thema Quantencomputing Synergien hat. Und da möchte ich betonen, dass ich es für sehr wichtig halte, dass dieser Bereich als Ganzes gesehen wird. Vielen Dank. Die Frage vom Herrn Höferlin ging an Herrn Professor Buchmann. Ja, Sie haben die Frage nach den Zeithorizonten gestellt. Und Sie haben den D-Wave-Computer erwähnt und haben die Frage gestellt,
ob angesichts dieses Computers die Sache nicht schon viel früher beginnt. Ich glaube, die Physikerkollegen können mehr zu dem D-Wave-Computer sagen als ich. Ich glaube, man kann sagen, dass die Technologie, die dort verwendet wird, jedenfalls nicht das ist, was hier die Kollegen am Tisch entwickeln. Ich glaube, das mal in einem Wort sozusagen. Wenn ich jetzt mal was sagen soll zu diesem Zeithorizont, möchte ich mal ein Gedankenexperiment oder so eine Idee Ihnen nennen. Wie wäre es denn, wenn wir in Deutschland sagen würden, die deutsche IT ist quantencomputerresistent. Also, dass wir eine Strategie machen, uns das vornehmen, deutsche IT-Technologie, Industrie 4.0, ist aus Deutschland geprägt worden, der Begriff. Er ist inzwischen weltweit bekannt. Und wir könnten hingehen und sagen, es soll unsere Strategie in Deutschland sein, dass die Sicherheit dieser Systeme quantencomputerresistent ist. Wenn man von so einem Gedanken ausginge, dann könnte man eine Strategie machen von den Verfahren bis zu der Integration in die Produkte und käme auch zu einem Zeitplan. Vielleicht ein Wort zu der Frage, wie weit sind wir in den Grundlagen? Das National Institute of Standards and Technology in den USA hat im vergangenen Herbst eine Ausschreibung abgeschlossen, wo Leute quantencomputerresistente Kryptographie vorschlagen konnten. Da liegen jetzt sowas wie 70 Vorschläge vor, von denen schon etliche gebrochen wurden, aber es ist ein substanzieller Body von Vorschlägen, die auch teilweise von uns kommen. Das heißt, es gibt Material, wir können das machen, wir können damit beginnen. Und wenn man so eine Strategie machen würde, dann würde man sagen, das stärken wir jetzt erstmal auch. Ja, also wir sagen, die jungen Leute, die sich mit diesen Themen beschäftigen, die Grundlagen zu schaffen, die werden koordiniert und gebündelt und die können das so weitermachen. Sie werden aber gleich zusammengeschaltet auch mit den Unternehmen, die dann die Anwendungen haben. Wenn heute ein Auto in Deutschland produziert wird, dann hält das sehr lange. Und die Kryptographie, die Sie da reinmachen, können Sie nicht so leicht austauschen, weil die in Hardware ist. Das heißt also, man würde zum Beispiel mit der Automobilindustrie sprechen oder man würde mit anderen Zulieferern wie Bosch und diesen Firmen reden und sagen, wie können wir es jetzt schaffen, dass wir die Geräte, die in diesem Kontext Industrie 4.0 gemacht werden, quantencomputerresistent machen würden. Und ich denke, wenn wir da so eine Strategie machen würden, Deutschland steht ja für Sicherheit auch, dann hätten wir sicher eine sehr gute Chance, auch hier nach vorne zu kommen. Ja, vielleicht noch ein Wort, eine Minute habe ich noch. Technikfolgenabschätzung. Das hängt ja nun echt eng damit zusammen. Also Sie haben gefragt, was der Stand der Technikfolgenabschätzung. Ich glaube, bis jetzt bezieht sich das, was man so Technikfolgenabschätzung nennt, auf diesen Bereich nicht. Das heißt also, wenn man so eine Strategie machen würde, müsste man das begleiten von der Technikfolgenabschätzung, die sagen würde, was passiert, wenn wir jetzt nicht schnell genug handeln, in welchem Zeitraum müssen wir fertig sein und Ähnliches. Also ich denke, das wäre eine sehr günstige Ergänzung dazu. Vielen Dank. Die Fragen von Frau Domscheit-Berg gingen an Frau Professorin Wehner. Also es gibt zwei Fragen. Die erste zum Gemeinwohl. Wie kann Quantentechnologie dem Gemeinwohl zugutekommen und welche Rolle spielen Patente darin? Ich denke, dass es wichtig ist, Quantentechnologie schon im sehr frühen Stadium für die Allgemeinheit zugänglich zu machen. Dies kann zum Beispiel geschehen im Rahmen von Testbeds, so ein Quantenrechenzentrum, wo Leute den Quantenrechner benutzen können, oder auch im Netzwerkbereich, wo sie wirklich Zugang haben zu dem Netzwerk. Und ich denke, dass es da viele Gründe dafür gibt. Die erste ist natürlich, dass die Allgemeinheit das benutzen kann und davon lernen kann. Es ist, denke ich, ein sehr nützliches Instrument zur Ausbildung von Leuten, die diese Technologie verwenden können. Es gibt auch eine Möglichkeit, dass viele Leute dafür dann eben Software entwickeln. Ich denke, dass es so ist, dass, wenn Sie mal klassische Computer oder ein klassisches Netzwerk anschauen, ist das, was es, natürlich ist die Hardware sehr wichtig, aber das, was es am Schluss endlich für den Benutzer möglich macht, diese Technologie einzusetzen, ist die Software, die diese Hardware benutzt. Wir können nicht vorhersehen, was alle Anwendungen sind, die Leute gerne ausführen möchten. Ich denke, dass das Internet zum Beispiel groß geworden ist, in dem sehr viele Leute Software entwickelt haben dafür.
Das kann natürlich Privatpersonen sein, können Sachen, die Open Source sein, können aber auch Sachen sein, die dann von Firmen eben als Software Package angeboten werden. Aber das ist das, was das wirklich nützlich macht. Und deshalb würde ich denken, dass es wichtig ist, so ein Testbed zu kreieren, wo Leute Zugang dazu haben. Das kann, wie gesagt, im Ausbildungsbereich liegen, aber auch gekoppelt sein, wie zum Beispiel Startup-Investment, wo man selbst einer Einzelperson, die Software machen möchte, dafür die Möglichkeit gibt. Es ist nämlich so, dass diese Schachteln, die Quantum Key Distribution machen, die es jetzt schon auf dem Markt gibt, wenn man da auf eine andere Software installieren würde, könnte man damit nicht nur Quantum Key Distribution machen, sondern sogar Identification. Also deshalb halte ich das sehr nützlich. Über Patente gesprochen, natürlich kann man über Patente eine sehr allgemeine Diskussion haben. Ich möchte mich darauf beschränken, auf den Quantenbereich. Ich bin am QTech, wir haben ein Partnership mit sowohl Microsoft als auch Intel. Microsoft hat selbst ein Labor, ein eigenes Labor bei uns im Gebäude. Wir haben auch ein Partnership mit Intel, das heißt Chips, die bei uns designt werden am QTech, werden fabriziert in der Intel Fab und kommen dann wieder zurück zu uns. Das ist natürlich sehr nützlich, weil man dafür eben sehr homogene Chips sich erhofft zu erstellen. Aber ich hoffe, dass es klar ist, dass in diesem Bereich selbst jetzt schon sehr viele Patente geschrieben werden, auch für Sachen, die es noch gar nicht gibt, also Designs. Okay? Also man sollte sich klar sein, dass im internationalen Bereich, gerade auch in den USA, sehr viele Patente kreiert werden, die möglicherweise in der Zukunft natürlich anderen Leuten bestimmte Herausforderungen stellen. Ich denke, dass Patente in diesem Bereich auch nicht unbedingt schlecht sein müssen, aber man muss sich, wie Stefan auch schon gemeint hat, klarstellen, dass damit schon bestimmte Herausforderungen verbunden sind. Es ist nämlich so, dass es natürlich, also wir möchten zum Beispiel gerne ein Quantum-Netzwerk bauen, wir können das aber zum Beispiel auch nur machen mit Partnern wie Toptica zum Beispiel, die natürlich dafür auch, weil wir immer hochgesprochene Ansprüche haben an die Laser, neue Entwicklungen machen müssen. Und wir möchten natürlich auch, dass wir selbst in 5 oder 10 Jahren noch neue Laser von Toptica bekommen. Also nicht alle Patente müssen schlecht sein. Es ist aber, denke ich, klar, dass man Patente, Akademiker schreiben normalerweise keine Patente, es ist schwierig zu beschreiben, sie kostet Zeit. Man muss sich auch klar sein, dass ein Patent auch Geld kostet, nämlich um es zu behalten. Und ich denke, dass es daher wichtig ist, auch im akademischen Bereich Leuten zu helfen, dafür Forderungen zuständig zu machen, um sowas zu realisieren, auch in Europa. Dann möchte ich da noch eine Frage über die Anwendungen von Simulationen auf dem Quantencomputer. Also Quantencomputer können Quantensimulationen ausführen, also von Quantensystemen. Man könnte sich also vorstellen, dass in der Zukunft sehr viele Experimente, die jetzt so im Chemielabor passieren, also zum Beispiel, ich möchte mal ein neues Material testen, nicht erst ein langwieriges Experiment passiert, sondern man erst mal auf dem Quantencomputer eine Simulation ausführt. Dann kann man das Material vielleicht ausschließen. Natürlich, wenn man jetzt einen guten Kandidat gefunden hat, möchte man es dann immer noch verifizieren. Aber ich denke, dass Quantencomputer eine große Rolle spielen können, um solche, sagen wir mal, Probleme in der Zukunft ganz anders zu machen, indem man so ein Labor auf dem Quantencomputer laufen lässt. Vielen Dank. Und von Herrn Janicek die Fragen gingen an Herrn Professor Hensinger. Gut, so da ging es um die Anwendungsgebiete und Herausforderungen für einen Quantencomputer. Und da fange ich vielleicht am besten mal an zu beschreiben, wieso ich denke, dass Quantencomputer ganz speziell sind, ganz anders sind als andere Computer. Und da komme ich dann wieder ganz zurück zur Quantenmechanik. Die Quantenmechanik ist eine unglaublich starke Theorie, die wirklich alles beschreibt. Die Quantenmechanik beschreibt chemische Reaktionen. Die Quantenmechanik kann beschreiben, wie die Leitung in Supraleitern funktioniert, wie ein Material vielleicht stark ist, aber leicht ist. Die Quantenmechanik ist eine unglaublich fantastische Theorie. Da gibt es leider nur ein Problem. Und das Problem ist, dass konventionelle Computer die Probleme der Quantenmechanik eigentlich gar nicht lösen können, weil die ganz schnell nicht genug Rechenleistung haben. Und deswegen müssen wir jetzt im Chemielabor stehen und Reaktionen machen. Deswegen müssen Pharmafirmen dann wirklich Sachen einfach ausprobieren, weil man kann das einfach nicht berechnen, weil die Computer heutzutage können das gar nicht. Und da
haben wir eben eine Riesenmöglichkeit über die Quantencomputer. Die Quantencomputer können es schaffen, chemische Reaktionen so zu simulieren, wie sie eigentlich funktionieren. Und nicht nur chemische Reaktionen, das könnten auch biologische Systeme sein, zum Beispiel die Proteinfaltung. Ob es jetzt Materialien gibt, man könnte sich vielleicht vorstellen, ist es möglich, Zimmertemperatur Supraleiter zu bauen. Da können Sie sich ja vorstellen, was es dann für die, was es heißen würde für die Energiekosten. Darum macht man sich so viele Hoffnungen in die Quantencomputer, weil eben die Quantencomputer die Quantenmechanik wirklich so simulieren können. Und dann gibt es natürlich noch ein Gebiet, die Quantenalgorithmen, also die Quantensoftware. Und da muss ich mal ganz viel dazu sagen. Es ist nicht so, dass ein Quantencomputer ein schneller Computer ist, überhaupt nicht. Ein Quantencomputer funktioniert komplett anders als ein konventioneller Computer. Und da kann man dann sogar argumentieren, ein Quantencomputer benutzt parallel Rechnungen in parallelen Universen. Und da können Sie sich ja vorstellen, dass Windows oder Apple dann nicht unbedingt die Software ist, die sowas produzieren kann. Und dann muss man für jede Anwendung einen neuen Algorithmus schreiben. Und da gibt es eben zum Beispiel schon Optimization, das kann ich jetzt gar nicht auf Deutsch, Algorithmen. Und in auch Suchalgorithmen gibt es da, also gibt es ganz viele Sachen. Aber das ist jetzt gerade erst am Anfang. Also einer von meinen Kollegen hatte mir erzählt, vor 3 Jahren schien es fast unmöglich zu sein, eine Professur in der Entwicklung der Quantenalgorithmen zu bekommen, weil selbst damals wussten die Leute noch nicht richtig, ob man überhaupt solche Computer bauen könnte. Sprich, das Feld ist wirklich gerade erst am Anfang. Und um das mal richtig zu verstehen, ist es am besten zu vergleichen mit konventionellen Computern in den 40er Jahren. In den 40er Jahren gab es schon konventionelle Computer und man kann auch argumentieren, dass diese Computer dann in den Zweiten Weltkrieg zum Ende gebracht haben. Aber als ich dann in den 80er Jahren tippen gelernt habe, da habe ich das noch auf einer Schreibmaschine gelernt. Und weil eben diese Computer auch damals in den 80er Jahren auch überhaupt nicht weit verfügbar waren und irgendwann kamen sie dann mal. Und so ähnlich ist es jetzt mit den Quantencomputern. Da wird es erst ein paar Anwendungen geben, aber die müssen eben erstmal die Software muss entwickelt werden für diese Anwendungen. Das wird auch ganz langsam passieren. Also man sollte keinen Wunderheilern hier glauben, die denken, sofort haben wir den ersten Quantencomputer, dann haben wir auch alle Anwendungen sofort, sondern es ist eben viel Arbeit, lange Arbeit und es muss gemacht werden. Aber das, wie gesagt, ich denke, da sind wir uns alle Experten hier am Tisch einig, dass die Möglichkeiten auch heute schon so fantastisch oder wunderbar erscheinen und dass wir eben trotzdem erst am Anfang sind. Also wie gesagt, da würde ich auch gar keine Zukunfts... das ist wirklich schwierig zu beurteilen, was da in vielen Jahren passiert. Die zweite Frage ging um die Kryptographie. Und da muss ich erst mal anfangen. Leider ist es nämlich so, dass wenn es einen Quantencomputer gibt, dann sind alle Daten, die mit der regulären RSA-Kryptographie verschlüsselt worden sind, können sofort gelesen werden. Und da können wir gar nichts dagegen machen. Außer das Gute ist, dass die ersten Quantencomputer wahrscheinlich, die sowas machen können, erst in 10 oder 15 Jahren verfügbar sind und dann immer noch so teuer sind, da muss man sich dann schon genau überlegen, ob die Daten das wirklich wert sind, die dann so zu knacken. Und dann gibt es vielleicht auch bessere Sachen, die zu machen. Aber wie die anderen Kollegen hier schon gesagt haben, ist es unglaublich wichtig, natürlich jetzt an Software zu arbeiten, um dann eben auch Verschlüsselungen zu finden, die dann so bald wie möglich resistent sind für Quantencomputer. Und das muss dann nicht die Quantenkryptographie sein. Da gibt es auch neue Verschlüsselungsprotokolle, klassische Verschlüsselungsprotokolle, die dann angewendet werden könnten und die zumindest heute erscheinen, wo ein Quantencomputer die im Moment zumindest nicht knacken könnte. Vielen Dank. Wir kommen zur zweiten Runde, wobei wir zeitlich ja limitiert sind bis 18 Uhr. Darum darf ich die Kolleginnen und Kollegen bitten, die zweite Fragenrunde ganz schnell zu stellen und dann auch bei den Antworten darf ich die Experten bitten, sich zu beschränken. Herr Schipanski für die Union. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich will das auch ganz direkt machen. Eine Frage an den Herrn Professor Wilhelm Mauch. Sie haben immer von dem BMBF-Flagship gesprochen, dem europäischen Flagship-Programm.
Könnten Sie mal Zahlen nennen? Wie hoch sind diese Volumina, die da gebraucht werden? Was Sie da an Fördermitteln kriegen? Wir haben ja verschiedenste Förderlinien auch. Weil Sie sagen immer, alles ist alles sehr teuer, aber dass wir mal ein Gefühl kriegen, um welche Zahlenwünsche es sich da hier eigentlich bei dieser ganzen Sache handelt. Und die zweite Frage an den Herrn Professor Blum. Sie haben vorhin ja die Start-ups angesprochen, dass sich da noch wenige da sind, die sich da eigentlich ausprobieren. Vielleicht könnten Sie uns mal aufzeigen, welche Chancen und Möglichkeiten da Startups oder junge Unternehmen haben, sich mit dieser Technologie irgendwie am Markt zu platzieren, oder wo sehen Sie da Möglichkeiten, insbesondere mit Blick auf Startups? Vielen Dank. Herr Herzog. Ja, vielen Dank für die guten Antworten. Wenn ich jetzt eine flapsische Bemerkung mache, dann deshalb, weil ich meine Sorgenfalte auf der Stirn etwas überspielen will. Also ich habe den Eindruck, wir werden mit dem Quantencomputer die Probleme lösen, die wir ohne ihn gar nicht hätten. Und deswegen meine Frage geht an Herrn Markgraf, Herr Professor Markgraf. Was können wir denn heute jetzt schon tun oder zumindest in der nächsten Zeit, um unsere Daten zu schützen? Also wird es sinnvoll sein, möglichst viel zu löschen, dass man es nicht mehr entschlüsseln kann? Oder wird es nicht unsere Aufgabe sein, sozusagen Instrumente zu schaffen, um die heutigen Daten so zu verschlüsseln mit einem Quantencomputer, dass sie der Quantencomputer nicht mehr entschlüsseln kann? Also was können wir tun? Also, ich meine, wir haben jetzt die Verantwortung. Sie haben uns gesagt, es wird schwierig werden. Also müssen wir heute die Fragen stellen und Sie geben uns die Antworten. Mhm. Vielen Dank für die AfD. Herr Kramann, bitte. Ja, also auch von meiner Seite aus ganz herzlichen Dank. Ich könnte Ihnen stundenlang zuhören, wobei ich immer strubbeliger werde. An Herrn Professor Dr. Buchmann geht meine erste Frage und die zweite an Frau Professor Dr. Wehner. Die erste Frage, also Technologie ist ja faszinierend, aber immer ein Selbstzweck als solches. Und wir sind, wenn ich das richtig verstanden habe, in einem Zeitachse von 10 bis 20 Jahren reden wir, wo wirklich dann echte Anwendungen durchgeführt werden können oder auch der Nutzen sich tatsächlich dann realisierbar zeigt. Meine Frage geht jetzt dahin, können Sie uns als Politik Empfehlungen geben, was wir heute schon tun können oder in den nächsten Jahren tun können, damit wir die Technologie, sage ich mal, ist schwierig, also Technologieführer zu sein, nach dem, was ich so gehört habe, aber dass wir einer der führenden Gesellschaften, wenn ich sage mal Europa, oder auch in Deutschland bin. Was können wir da tun, uns nach vorne zu bringen als Politik? Die zweite Frage an Frau Dr. Wehner, ganz kurz. Frau Dr. Wehner, das ist jetzt keine technologische Frage. Glauben Sie und stimmen Sie mit mir da überein, dass die Quantentechnologie und die Nutzung der Quantentechnologie die Welt etwas näher zusammenbringt? Für die FDP, Herr Brandenburg. Frage an Herrn Wilhelm Mausch. Sie haben gesagt, vor 4 Jahren war die Idee greifbar, seit einem Jahr ist es ökonomisch. Gibt es in der jetzigen Entwicklung sowas wie was wir aus der klassischen Halbleiterindustrie kennen, sowas wie das Mooresche Gesetz, dass wir sagen, da gibt es ein lineares Wachstum, oder gibt es am Tag X eine Explosion der Qubits, um das planbar zu halten? Und Frage 2 wäre an Herrn Ritter, was können wir als Politik für eine Leitplanke setzen oder Richtung vorgeben, dass Sie jetzt als Vertreter eben der Wirtschaft sagen, ja, das hilft so schnell wie möglich mir, anderen Unternehmen, Startups hier in dem Bereich weiterzukommen. Frau Dr. Sitte für die Linke. Ich stelle erst mal meine Frage, weil ich nicht genau weiß, an wen ich sie stellen soll. Unlängst ist in einem Podium gesagt worden zu KI, wenn die Quantencomputer dazukommen, wird die Welt eine andere sein. Und wenn Technologien nicht verstanden werden und wir versuchen ja jetzt gerade als Politiker halbwegs irgendwie eine Ahnung zu kriegen, was da gerade läuft, dann werden auch Befürchtungen offenkundig. Und deshalb ist mir in dem Zusammenhang eingefallen der Satz von Klaus Töpfer, Demokratiefähigkeit von Technologien. Was könnten wir tun, um an der Stelle eben auch proaktiv zu handeln und genau das zu gewährleisten, also auch diese gesellschaftliche Sensibilität für den Einsatz dieser Computer zu realisieren? Und das Zweite, was ich fragen wollte, was machen denn Quantennetzwerke unter Umständen mit dem Internet, so wie die Architektur jetzt aufgestellt ist, also Darknet und so weiter, was erwartet uns da unter Umständen? Also wie gesagt, da weiß ich nicht genau, an wen ich sie stellen soll, vielleicht kann sich jemand melden.
Und Herr Janicek. Ich beschränke mich auf eine Frage, die die Energiebilanz und die Herausforderungen versucht zu begreifen. Und Sie bittet da, mir ein bisschen auf technisches Verständnis zu geben. Sie haben ja auch beschrieben, auch Dr. Hensinger, superleitende Qubits und Ionen-Qubits, teilweise auf den absoluten Nullpunkt, minus 273 Grad Celsius gekühlt werden. Jetzt habe ich sogleich den Link im Kopf gehabt zur Blockchain, die ja auch als vielversprechende Technologie angepriesen wurde und dann beim Bitcoin zumindest jetzt in der Massenverbreitung zu gigantischen Energieverbräuchen geführt hat, die nicht mehr nachhaltig sind und auch nicht darstellbar sind. Und jetzt schließt sich da diese Frage an, natürlich auf der einen Seite, welchen Aufwand betreiben Sie pro Rechenleistung? Weil das ist ja so das Spiel der Zukunft. Also wir werden viel Rechenleistung brauchen, gleichzeitig Moore's Law, und auf der anderen Seite kommen Sie jetzt mit der Quantentechnologie rein. Also haben wir dann ein Szenario zu erwarten mit gigantischen Energieverbräuchen oder laufen Sie dagegen? Das ist so die Frage. Können Sie vielleicht versuchen, ja? Okay. Vielen Dank. Und wenn wir jetzt in der Zeit bleiben wollen, was wir tun müssen, dann hat für jede Frage nur die Antwortzeit beträgt dann eine Minute. Sehr sportlich. Also die Fragen von Herrn Schipanski gingen zunächst an Herrn Professor Wilhelm Mauch. Ja, um Zahlen zu nennen, für die 4 Anwendungssäulen der Quantentechnologien hat die Europäische Union 1 Milliarde Euro in einem 10-Jahres-Programm, also 1 Milliarde über 10 Euro ausgelobt. Es finden Diskussionen in anderen Förderinstrumenten statt, deren genaue Details in der Eurokratie ich nicht entschlüsseln kann. Speziell im Bereich Quantencomputing einen vergleichbaren Betrag da draufzulegen. Das schwedische Programm, das an einer Institution den Bau eines Quantencomputers fördert, hat eben ein Volumen von 100 Millionen Euro über 10 Jahre. In den gerade ausgelobten Flaggschiff-Projekten wurde pro Entwicklungsprojekt das Budget für 3 Jahre auf 10 Millionen Euro limitiert. In unserem Fall ist das nur möglich, weil sehr viele Leistungen, die wir dort in der Forschung brauchen, aus Bordmitteln der Teilnehmer, insbesondere aus Schweden und der Schweiz, getragen werden und budgetneutral sind. Also unser Gesamtaufwand ist wahrscheinlich ein Vielfaches. Und das Ziel ist es, da auf der 50 bis 100 Qubit-Ebene konkurrenzfähig zu sein. Was die USA investiert in Unternehmen und auch teilweise im sicherheitsbereich relevanten Bereich, ist nicht öffentlich. Ich glaube, da wird insgesamt eine Programmgröße von 200 Millionen Dollar pro Jahr geschätzt von Leuten, die das beruflich schätzen. Dankeschön, Herr Professor Blum. Ja, war die Frage zu Startups. Was sind die Chancen und Möglichkeiten? Ich glaube, es gibt relativ viele Startups, schon in Deutschland, ein, zwei angesprochen, aber auch weltweit, die im Bereich Software unterwegs sind. Das sind geringe Anfangsinvestitionen. Man kann in die Beratung gehen. Was können Unternehmen damit machen? Dort stellt sich dann die Frage, ab wann und zu welchen Bedingungen ist es sinnvoll, auch von USA oder sonst woher Testsysteme oder Zugang zu Testsystemen zu erwerben, um dort eine Plattform zu bieten. Das ist gerade eine Frage, die wir uns in Jülich und auch im Austausch mit dem BMBF immer wieder stellen. Da kann man, glaube ich, noch weiter diskutieren. Dann im Hardware-Bereich ist Rigetti Computing ein interessantes Beispiel. Von, ich glaube, vor 3 Jahren etwa gegründet mit 70 Millionen Venture Capital. Ich frage mich immer, geht das hier? Wenn nein, wieso nicht? Ist wahrscheinlich eine Mischung aus falscher Mentalität, fehlenden Leuten, die das wirklich angehen, und fehlendem Venture Capital. Ich wäre froh, wenn ich da bessere Antworten zu hätte. Weiterhin sehe ich gewisse Möglichkeiten, vielleicht im Design, Know-how, Design-Tools hier voranzukommen, Simulationssoftware, wie auch Herr Wilhelm auch selber in der Forschungsgruppe entwickelt, wir sind da auch aktiv. Ob das nicht ein Bereich wäre, der relativ kleine Einstiegsinvestitionen hat und dann trotzdem gewisse Technologiekompetenz hier aufbauen kann. Weiterhin frage ich mich manchmal, ob es nicht sinnvoll wäre, mehr Forschung durch Startups zu ermöglichen, zu fördern, dass man also mal zulässt, um so eine Unternehmenskultur sich zu entwickeln, auch ganz gezielt Forschungsprojekte dominant oder in Zusammenarbeit mit Unternehmen an Startups zu vergeben, aber eben so, dass da nicht gleich ein Produkt oder ein konkreter Profitgedanke dahinter sein muss. Ob man es will, ist sicher eine politische Frage, aber ich fände es mal einen interessanten Gedanken. Vielen Dank. Die Frage von Herrn Herzog ging an Herrn Professor Markgraf. Ja, Frage ganz kurz, ne? Was können wir tun?
Also ich habe ja in meinem Eingangsstatement auch so zwei verschiedene Szenarien kurz erklärt. Also für Geheimnisse, die jetzt nur kurzfristig vertraulich sein müssen, besteht jetzt noch gar kein großer Handlungsbedarf. Ne? Also wenn wir in 10 bis 12 Jahren diese Quantencomputer da sind, dann schon. Aber so, wenn ich Online-Banking mache oder so, das ist jetzt nicht relevant, wenn das erst in 10 Jahren geknackt werden kann. Ich bin auch eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir da deutlich weiterkommen. Also ich erinnere mich, dass ich mit diesem Thema Post-Quantum-Kryptographie so vor 3 Jahren angefangen habe. Da war ich auf einigen Podiumsdiskussionen und dann haben die Leute mal die Augen gerollt und jetzt kommt der Markgraf wieder mit diesem Thema. Wir haben ganz andere Themen. Mittlerweile kommt die Industrie tatsächlich auf uns zu, also nicht nur Forschungsprojekte, sondern wir haben einige Industrieprojekte oder Industriepartner, die uns konkret fragen, wie sie es umsetzen sollen. Da geht es natürlich in erster Linie ganz formal um Migrationskonzepte. Ne? Also wie kann ich zukünftig, also meine heutigen Krypto-Geschichten zukünftig ändern? Das BSI nennt das Kryptoagilität. Wir sorgen dann häufig, muss man sich eben überlegen, wie setze ich denn später die neuen Krypto-Algorithmen ein. Dafür brauche ich ja schon einen Update-Prozess, der auch Quantencomputer-resistent ist. Habe ich vorhin gesagt, da haben wir Signaturverfahren, die können das. Und sozusagen im letzten Schritt müssen wir uns jetzt überlegen, wie konkret kann man Schlüsseleinigungsverfahren einsetzen, welche sind, dass das funktioniert. Aber wie gesagt, ich bin zuversichtlich, die kommen auf uns zu und wollen konkret mit uns zusammenarbeiten. Vielen Dank. Die Fragen von Herrn Kammann gingen an Herrn Professor Buchmann zunächst. Ja, auch da wurde gefragt, was kann man machen? Ich komme einfach auf das zurück, was ich eben schon gesagt habe. Man setze ein Gremium zusammen aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Vertreterinnen und Vertretern aus der Industrie. Die sollen eine Strategie machen, wie wir deutsche IT quantencomputerresistent machen können. Am besten in einem sozusagen anhand eines konkreten Beispiels. Also das ist diese Antwort dazu. Es wurde ja auch gefragt, ich wollte vielleicht gerade noch was zum Thema Quantencomputer und KI sagen. Ehrlich gesagt ist KI unabhängig davon schon so ein relevantes Thema und da werden so dramatische Sachen passieren, dass wir, glaube ich, hier das Thema Quantencomputer gerade mal ignorieren können. Ja, also es wird nicht viel, also sozusagen, es wird nicht viel dramatisch, das muss man sehr nötig diskutieren, aber ob es da einen Quantencomputer gibt oder nicht, ist jetzt sozusagen nicht so spielentscheidend. Und Sie haben auch gefragt, Quantencomputer und Internet. Ehrlich gesagt, die Quantentechnologie, so wie ich sie heute verstehe, Quantenkommunikation und Internet haben wenig miteinander zu tun, weil das sind ja Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Das ist noch echte Zukunftsmusik. Und die Frau Professorin Wehner war auch noch angesprochen. Ich beantworte 3 Fragen. Vielleicht fange ich eigentlich mal an mit dem Internet. Es ist natürlich so, dass es im Moment noch keine großen Quantennetzwerke gibt, aber gerade wie beim Quantencomputer ist natürlich das Ziel, sie zu bauen. Welche Architektur die genau haben, steht noch nicht fest, was übrigens auch ein interessantes Forschungsthema ist, wo gerade auch die Informatik sehr viel dazu beitragen kann. Ich gehe mal kurz an die Frage Technologie als Selbstzweck. Es ist so, dass es natürlich zum Beispiel Quantum Key Distribution, also eine Methode des sicheren Schlüsselaustauschs, was auch beweisbar sicher ist gegen Attacken von einem Quantumcomputer, Punkt zu Punkt gibt. Und es, denke ich, sicher möglich ist, innerhalb von 5 Jahren vielleicht einen Großraum wie Berlin einem Sternennetzwerk anzuschließen. Wie sollte man sich auf die Zukunft vorbereiten? Natürlich gibt es hier viele Aspekte, die auch schon erwähnt werden. Ich denke vor allem, dass es wichtig ist, frühe strategische Entscheidungen zu treffen. Natürlich in Abhängigkeit von der Anzahl von Mitteln, die eingesetzt werden können, im Hardware-Bereich, Software-Bereich, in der Ausbildung, zur Entwicklung, auch für neue Startups und bestehende Industrie und auch Zugang zu geben für eben Weiterentwicklung. Als Abschluss die Frage, wie kann die Quantentechnologie Leute näher zusammenzubringen? Ich denke, dass die Leute eine natürliche Tendenz haben, näher zusammenzukommen. Und es interessant ist, was mal Leute machen, wenn man ihnen Zugang gibt. Wir haben nämlich einen Simulator released für unser Quantum-Internet-Demo-Netzwerk und einen Programmierwettbewerb gemacht, wo jemand Cute Chat geschrieben hat, weil offenbar ist der Wunsch, dass es in der Zukunft ein quantumverschlüsseltes WhatsApp gibt. Also gerade deshalb ist es, denke ich, wichtig, Leuten Zugang zu geben. Und man sieht auch ganz neue und originelle Ideen, die dadurch entstehen. Mhm. Vielen Dank. Sehr praktische Vorstellung für uns jetzt auch. Die Fragen von Herrn Brandenburg gingen an den Herrn Wilhelm Mauch zunächst.
Ja, das war die Frage Extrapolation und Mooresches Gesetz. Als federführender Autor der BSI-Studie war ich sehr froh, dass das BSI nicht darauf bestanden hat, dass wir sowas dort reinschreiben, weil es dafür noch relativ früh ist. Aber mit der Reifung der Technologien sehen wir, dass man für Fortschritt meistens keinen wissenschaftlichen Durchbruch benötigt, sondern einfach konsistentes Engineering und eine große Menge von schrittweisen Innovationen, sodass ich denke, dass es kontinuierlich weitergeht. Aber es gibt neben der Dimension der Größe, wo jetzt alle den 50-Qubit-Meilenstein erreichen wollen, auch die Dimension der Fehlerrate. Das heißt, ich würde erwarten, dass wir auf dem Plateau zwischen 50 und 100 Qubits eine Weile bleiben werden und dann der Fortschritt zunächst an der Fehlerrate und der Länge des benutzbaren Quantenalgorithmus sein wird, bevor wir wieder größer werden. Gordon Moore hatte 3 Datenpunkte, wir haben tatsächlich im Augenblick nur 2. Vielen Dank. Und die zweite Frage ging an Herrn Dr. Ritter. Die Frage war nach Leitplanken, wie man wirtschaftlich weiterkommen könne. Die Flagship-Programme sind da sicherlich auf einem sehr guten Weg. Und ich glaube, dass wir Leuchtturmprojekte brauchen in der nächsten Phase, idealerweise unter Führung von Industriepartnern, weil die auch besser wissen, wie eine Überführung in Produkte möglich ist, im Bereich der Quantentechnologien allgemein. Eine Standardisierung kann helfen, gerade für Schlüsseltechnologien, weil dann die Anbieter dieser Schlüsseltechnologien wissen, auf was sie hinentwickeln müssen und nicht für jeden Nachfrage zersplitterten Markt bedienen müssen. Die Vollkostenförderung ist angesprochen worden von Herrn Blum, das ist ganz wichtig. Und der Staat kann sicherlich durch Nachfrage Märkte schaffen. Das passt sehr zu dem, was Stefanie Wehner erwähnt hat. Wenn man zum Beispiel Teststrecken für Quantenkryptographie oder offen zugängliche Hardware für Quantencomputing schafft, auf denen jeder arbeiten kann, dann sind natürlich diese Teststrecken und diese offen zugänglichen Geräte auch Entwicklungsprojekte für beteiligte Firmen, die einen kleinen, aber soliden Markt darstellen. Vielen Dank. Frau Dr. Sitte hat die Fragen einfach in den Raum geworfen und Herr Mauch hat sich gemeldet dazu. Also ein Aspekt zur Anwendung in der künstlichen Intelligenz ist, dass einige der Quantenalgorithmen, speziell im Optimierungsbereich, wo das Benchmarking noch nicht abgeschlossen ist, durchaus ein Teil sind, was in vielen Anwendungen der künstlichen Intelligenz tief unten im Maschinenraum sitzt, was dann tatsächlich gemacht wird. Und das kann da durchaus Auswirkungen haben. Und es gibt auch direkte KI-Anwendungen. Aber die künstliche Intelligenz beruht immer auf der Analyse enorm großer klassischer Datenmengen, also Big Data eben. Das bedeutet, dass wenn ich eine Perlenschnur aufmache, wann ich denke, dass bestimmte Dinge in der Entwicklung von Quantencomputern erreicht werden können, ist die Dimension, die für diese wirklich disruptive Anwendung in der künstlichen Intelligenz, bis sie erreicht wird, das ist sehr weit draußen, sodass ich mich, glaube ich, der Idee anschließe, dass die Politik sich grundsätzlich mit der künstlichen Intelligenz da auseinandersetzen sollte und dann auch, denke ich, für Quanten gewappnet sein wird. Und es bleibt noch ein bisschen Zeit. Vielen Dank. Und für die Professor Hensinger, wollen Sie dazu auch noch was sagen? Ich hätte noch was sagen können. Also, okay, ergänzen Sie noch kurz, bitte. Gut, ich wollte nur sagen, dass wir mit allen Technologien, ein konventioneller Computer, man kann natürlich wunderbare Sachen machen in Krankenhäusern oder man kann den in den Sprengkopf einbauen. Und letztendlich gesehen, was wichtig ist bei der Förderung von allen Technologien, dass wir die verstehen und dass wir die fördern. Deswegen ist es ganz arg wichtig, dass das jetzt nicht nur in irgendwelchen Militäragenturen passiert, sondern dass es eben auch frei passiert und dass es auch gefördert wird. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Quantentechnologien, die Quantencomputer genauso hier in Europa gefördert werden wie zum Beispiel in China. Und da ist es wirklich wichtig zu sehen, dass zum Beispiel in vielen Ländern da das Investment in Quantencomputing viel, viel, viel größer ist als in Europa. Also 100-mal größer als ganz Europa. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wenn das so weitergeht, was denn auch mit der Technologie passiert. Und deswegen denke ich, das ist vielleicht ganz wichtig zu bemerken. Mhm. Und soll ich jetzt würden Sie gleich fortführen, die gerne Antwort zu gerne geben auf die Frage von Herrn Janicek? Als Physiker muss ich jetzt erstmal antworten, dass der Vorteil der Quantencomputer darin liegt, dass man eigentlich keine Leistung verbraucht in einem Quantencomputer, aber als
Physiker, der einen Quantencomputer baut, muss ich dann wiederum sagen, dass alle Ansätze, einen Quantencomputer zu bauen, einen riesigen Energieverbrauch haben, vor allem am Anfang. Und wie gesagt, man benutzt Quantencomputer nicht für Zwecke, wo man einen konventionellen Computer benutzen wird, sondern benutzt Quantencomputer nur, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, wenn man wirklich ein Problem lösen kann, was man sonst nicht anders lösen kann. Und ja, diese Maschinen werden einen unglaublichen Stromverbrauch haben, aber man muss dann sehen, was es dann ersetzt. Zum Beispiel vielleicht jahrelange Forschung in einem Chemieunternehmen, was natürlich dann auch viel mehr Energie verbrauchen würde, als jetzt unter Umständen so eine Maschine mal in ein paar Tage oder auch Monate laufen zu lassen. So, ganz herzlichen Dank. Nun zum Abschluss darf ich Ihnen allen noch mal ganz herzlich danken dafür, dass Sie da sind, dass Sie Rede und Antwort gestanden sind und dass Sie uns all diese komplexen Thematiken ein Stück weit näher gebracht haben, auch wenn, und es ist vorher schon angeklungen, viele neue Fragen entstanden sind. Aber das liegt am Thema genauso. Wir werden es weiter verfolgen. Wir haben einen tieferen Einblick heute bekommen und dafür Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön. Ja. Ich darf mich auch bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken, bei allen Anwesenden hier im Saal, denjenigen, die es mitverfolgt haben und natürlich ganz herzliches Dankeschön auch allen bei der Technik, die die Ausstattung entsprechend so geführt haben, dass auch die Übertragung und die technische Ausstattung so umgesetzt wurden. Ganz herzliches Dankeschön und Ihnen allen nun einen schönen Abend noch. Danke. Ja.